Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich zu unserer Tagung hier an der OTH in Regensburg begrüßen zum Thema Digitalisierung im Gesundheitswesen. Mein Name ist Matthias Walke. Ich habe das Vergnügen, Sie die nächsten zwei Tage hier ein bisschen durch das Programm zu führen, in die Diskussionen mit einzubinden. Und ich muss sagen, es ist schön, Sie alle in Präsenz zu sehen, vor Ort, ob mit oder ohne Maske. Das dürfen Sie frei entscheiden. Aber es ist einfach schön, wieder in Gesichter zu blicken, zu denen man spricht. Wir hatten im Oktober 2020 schon mal eine Tagung, die gibt es immer noch, die war nämlich digital, die gibt es also zum Abruf auf der Homepage von deinhaus40.de. Und wenn Sie die vielleicht auch online verfolgt haben, dann kommt Ihnen vielleicht diese Wand hinter mir noch ein bisschen bekannt vor. Das war damals, wir hatten das wie so ein Wohnzimmer eingerichtet bei dieser Tagung und ein Teil dieser Wohnzimmerdekoration, die haben wir sozusagen hier mit rüber gerettet. Also wenn Sie sich wundern, dass dieser Hörsaal 01 so ein bisschen anders aussieht, als Sie ihn vielleicht sonst kennen, das rührt daher. Die nächsten zwei Tage sind wir jetzt hier an der OTH, genauer gesagt in diesem Raum. Heute sind alle Veranstaltungen in diesem Hörsaal. Ich will Ihnen ganz kurz einen Einblick geben, was Sie die nächsten zwei Tage erwartet. Wir werden jetzt zunächst einige Grußworte hören. Danach werden wir Ihnen vier verschiedene Projekte vorstellen, die alle unter dem Oberbegriff Dein Haus 4.0 laufen. Gegen 14 Uhr wird es dann eine kurze Kaffeepause geben. Anschließend gibt es dann hier herin wieder zwei Sessions mit kurzen Vorträgen und Diskussionen. Die werden jeweils so eine Stunde dauern. Großer Schwerpunkt ist die Digitalisierung und Pflege mit zwei, wie gesagt, unterschiedlichen Schwerpunkten. Sie haben draußen schon gesehen, dass parallel eine Ausstellung läuft. Wir haben insgesamt 14 Aussteller hier. Sie haben also immer wieder in den Kaffeepausen oder auch am Abend oder morgen auch in der Früh Zeit, sich an dieser Ausstellung ein bisschen umzusehen. Wir haben sie genannt Get in Touch with the Technology. Also bitte ruhig rangehen und in Touch treten. Wir werden bis 17 Uhr heute etwa tagen und danach gibt es dann ein Get-Together im Foyer mit Buffet. Das ist übrigens jetzt auch schon was aufgebaut. Also wenn Sie zwischendrin einen kleinen Hunger haben, vielleicht kommt er bei mir auch schon durch, es sind Kleinigkeiten zum Essen und zum Trinken auch schon tagsüber da. Morgen ist der Ablauf dann ein bisschen anders. Wir werden parallel tagen, also zwischen 9 und 10.30 Uhr werden insgesamt drei verschiedene Sessions an drei verschiedenen Orten sein. Welche genau, das sage ich Ihnen heute Abend auch nochmals, finden Sie aber auch im Programm. Vielleicht schon mal einen Blick drauf werfen, wo Sie morgen dann hin möchten. Dann geht es weiter, 10.45 Uhr bis 12.15 Uhr nochmal, drei parallel laufende Sessions, alle hier aber auf dieser Ebene und dann 12.30 Uhr bis 14 Uhr nochmal zwei verschiedene Veranstaltungen. Gut, so viel als groben Abriss. Jetzt, wie schon angekündigt, kommen wir zur Begrüßung. Ich freue mich sehr, dass der Präsident der OTH Regensburg Zeit gefunden hat, bei uns zu sein. Ich darf ihn um sein Grußwort bitten. Professor Dr. Ralf Schneider, herzlich willkommen. Ja, herzlichen Dank, Herr Walk, für die freundliche Einführung. Sehr geehrte Gäste, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, ich heiße Sie alle sehr herzlich hier an der OTH Regensburg willkommen und ich freue mich, dass so viele Interessierte der Einladung von Professor Dr. Carsten Weber und seinem Team gefolgt sind. Und Sie haben es auch schon angesprochen, vor allem freut mich, dass wir eben nach diesen zwei Corona-Jahren endlich wieder uns persönlich begegnen können und Tagungen wie diese in Präsenz möglich sind. Wir haben viel gelernt, was digital möglich ist, da geht auch einiges und es ist vieles auch sehr gut gegangen, aber ich glaube, gerade bei Tagungen auch der persönliche Kontakt, der Austausch mal am Rande, das ist natürlich ganz schwer, digital abzubilden. Digital ist das Stichwort, Digitalisierung im Gesundheitswesen lautet der Titel dieser Tagung, die sich nicht nur explizit an ein Fachpublikum aus den Bereichen Medizin, Pflege und Therapie richtet, sondern auch an Betroffene, an Schlaganfallpatientinnen und Patienten sowie an pflegende Angehörige. Die Tagung ist eingebettet in ein Modellprojekt mit dem Titel Vorbildliches Pflegewohnumfeld für Pflegebedürftige, Dein Haus 4.0, welches das Bayerische Gesundheits- und Pflegeministerium im Rahmen des Masterplans Bayern Digital 2 ins Leben gerufen hat.
Die OTH Regensburg beteiligt sich in diesem Modellvorhaben mit ihrem Projekt Telepräsenzroboter für die Pflege und Unterstützung von Schlaganfallpatientinnen und Patienten, kurz TEPUS genannt. Dieses auf knapp 4 Jahre angelegte Forschungsvorhaben wird mit einer beachtlichen Summe gefördert. Dafür bedanken wir uns ganz herzlich beim Freistaat Bayern und insbesondere beim Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege. Herr Staatsminister Holleczek kann heute leider nicht an dieser Tagung teilnehmen. Er bringt aber mit seiner Videobotschaft an uns alle zum Ausdruck, wie wichtig ihm doch dieses Projekt ist, und wir wissen das alle sehr zu schätzen. Sehr geehrter Herr Dr. Thomas Huber, auch Ihre Teilnahme als Leiter der Abteilung 1 unterstreicht, wie wichtig und bedeutend dem Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege dieses Projekt ist. Ihre Abteilung ist unter anderem für den digitalen Wandel im Bereich der Gesundheit und Pflege zuständig. Wir freuen uns, dass Sie heute hier sind und uns nachher in die Thematik einführen. Herzlichen Dank dafür. Bitte geben Sie auch unseren besten Dank an den Staatsminister weiter. Sehr geehrte Gäste, das Haus 4.0 TEPUS-Projekt ist ein Paradebeispiel für das wissenschaftliche Arbeiten hier an der OTH Regensburg. Als technische Hochschule ist es unser Anspruch, anwendungsorientiert zu forschen und die Ergebnisse in die Praxis zur Anwendung zu bringen. Wir wollen mit diesem Projekt einen Beitrag zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung leisten. Bei solch einem Thema, in dem technische, informatorische, medizinische, pflegerische und therapeutische Fragestellungen aufeinandertreffen, kann man nur durch interdisziplinäre Arbeit, Zusammenarbeit Antworten finden und zum Erfolg kommen. Wir an der OTH Regensburg haben 8 Fakultäten, eine sehr breite fachliche Ausrichtung. Wir haben die Bereiche Technik und Wirtschaft, Informatik, Mathematik, Soziales und Gesundheit sowie Architektur und Design. Und diese Breite ermöglicht uns genau das, nämlich so interdisziplinär zusammenzuarbeiten, wie es heutzutage oftmals eben nötig ist, um zu sinnvollen Lösungen zu kommen. Dies gilt insbesondere natürlich auch für den Medizin- und Gesundheitsbereich. Wir haben die Bedeutung dieses Themas und die Möglichkeit, es interdisziplinär zu bearbeiten, an der OTH Regensburg schon früh erkannt und engagiert aufgegriffen. Befördert durch die Campuslage mit der Universität, ihrer medizinischen Fakultät und dem Klinikum in unmittelbarer Nachbarschaft wuchs die Idee, medizinische, informatische und ingenieurwissenschaftliche Kompetenzen synergetisch in Lehre und Forschung zusammenzuführen. Lehre und Forschung darf man auch nie getrennt voneinander betrachten, sondern es ist immer ein Zusammenspiel. Ohne gute Lehre keine gute Forschung, und gute Forschungsergebnisse müssen auch in eine gute Lehre zurückgeführt werden. Die Technikkomponente ist aber nur eine Seite des Themenbereichs Gesundheit. Wir haben daher unsere Lehr- und Forschungsaktivitäten um den Bereich der Gesundheitsberufe, der Pflege und Betreuung erweitert und diese an der Fakultät für angewandte Sozial- und Gesundheitswissenschaften angesiedelt. Komplettiert werden unsere Aktivitäten in diesem Bereich durch das Institut für Sozialforschung und Technikfolgenabschätzung, das sich unter anderem mit medizintechnischen Innovationen, Versorgungsstrukturen und Methoden sowie deren Auswirkungen, Akzeptanz in unserer Gesellschaft beschäftigt. Es bot sich daher an, diese Strategie der interdisziplinären Vernetzung durch die Einrichtung eines Forschungszentrums zu intensivieren. So entstand schließlich das Regensburg Center of Health Sciences and Technology, in dem wir alle unsere Aktivitäten rund um das Thema Gesundheitswissenschaften bündeln. Ziel ist es, gemeinsam interdisziplinär aktuelle Fragestellungen, wie eben in dem TEMPUS-Projekt, aus unterschiedlichen Perspektiven zu bearbeiten und zu beleuchten. Sehr geehrte Damen und Herren, ich will jetzt hier die Gelegenheit nutzen, den Kolleginnen und Kollegen, die in diesem Projekt zusammenarbeiten, zu danken. Allen voran danke ich Herrn Professor Dr. Carsten Weber für die Leitung dieses Projekts und die Organisation dieser 2-tägigen Tagung. Lieber Carsten, herzlichen Dank dafür, an dich natürlich, aber auch speziell natürlich auch an dein Team. Dank gilt auch allen, die mit ihrer fachlichen Expertise sowie mit ihrem reichen Erfahrungsschatz als pflegende oder betroffene Anwender zu dieser Tagung beitragen. Auch Ihnen ein ganz herzliches Dankeschön. Zum Schluss bleibt mir noch dem Hausherrn dieses Gebäude, dem Dekan der Fakultät Informatik und Mathematik, Herrn Professor Dr. Christoph Skornia, für die Überlassung des Wohnzimmers hier zu danken. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich wünsche Ihnen allen ein gutes Gelingen
spannende Vorträge und eine ebenso spannende Ausstellung, über die ich schon gehen durfte, zu Digitalisierungsprojekten im Gesundheitswesen. Anregende Gespräche und einen guten Erfahrungsaustausch. Ich denke hier die OTH Regensburg, wenn sie auch noch so ein bisschen über den Campus gehen kann, ist da bestimmt eine ganz tolle Stätte, wo man das machen kann. Also viel Spaß und viel Erfolg hier in Regensburg. Dankeschön. Vielen Dank, Professor Dr. Schneider. Sie haben es gerade schon angerissen. Wir haben jetzt eine Grußbotschaft, eine Videogrußbotschaft, ganz langsam. Wir müssen erst reinkommen in den Tagungsmodus, vom Bayerischen Staatsminister für Gesundheit und Pflege, das er uns geschickt hat, von Klaus Holleczek. Und da hören wir jetzt rein. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren. Viele Menschen wollen auch im Alter so lange wie möglich selbstbestimmt in ihrer gewohnten Umgebung sein. Gute Pflege daheim in den eigenen vier Wänden, das ist das Ziel, das wir alle haben. Dazu kann uns die digitale Technik helfen. Und wir müssen diese digitale Technik auch mit denen, die sie anwenden, gemeinsam nach vorne bringen. Diese Projektreihe Dein Haus 4.0 setzt genau da an. Sie bietet praxistaugliche digitale Angebote und macht sie erlebbar. Besucherinnen und Besucher können neue Möglichkeiten kennenlernen. Vertrauen aufbauen. Dein Haus 4.0 in der Oberpfalz ist ein solches Beispiel und im Fokus steht bei der OTH Regensburg hier der Einsatz von Telepräsenzrobotern. Sie werden zur Unterstützung von Schlaganfallpatientinnen und Patienten eingesetzt und können den Alltag in den eigenen vier Wänden verbessern. Gleichzeitig unterstützen sie die Pflegenden und sind somit auch eine Entlastung. Es ist nicht nur die technische Seite, die wichtig ist, auch die Frage der Akzeptanz durch die potenziellen Nutzerinnen und Nutzer muss eigentlich von Anfang an mitgedacht werden. Um Antworten zu finden, sind Projekte in verschiedensten Forschungsbereichen wichtig. E-Health, Ethik, Technologiefolgenabschätzung, Sozial- und Therapiewissenschaft und die Pflegewissenschaft müssen eng miteinander vernetzt werden und zusammenarbeiten. Mir ist es wichtig, dass wir die Digitalisierung zum Wohle der Menschen einsetzen. Sie ist kein Selbstzweck, sondern sie soll unterstützen und assistieren. Sie kann auch nicht den Menschen ersetzen und schon gar nicht die Pflegekraft oder die Hand, die die andere Hand hält. Aber sie kann einen wichtigen Bestandteil dazu beitragen. Und deswegen ist dieses Projekt gut und wichtig. Sprechen Sie darüber mit Ihren Familien, mit Freunden und auch mit pflegenden Angehörigen und Fachkräften. Nutzen Sie die Chance und lassen Sie uns gemeinsam mit der Digitalisierung Pflege noch etwas weiter verbessern. Vielen Dank für dieses Videogrußwort von dem Herrn Staatsminister Klaus Holleczek. Ja, wir haben schon gesagt, wir sind hier sozusagen als Gast auf der Fakultät für Informatik und Mathematik an der OTH in Regensburg und deswegen wollen wir jetzt auch noch ein kurzes Grußwort vom Dekan hören, hier von Professor Dr. Christoph Skornia. Schön, dass wir hier sein dürfen. Ja, erstmal auch schön, dass Sie hier sind. Tatsächlich, ich freue mich wirklich total, Sie hier alle zu sehen. Auch im Gebäude, im Wohnzimmer der Fakultät, in der Tat nennen wir das auch so. Und ich glaube, zum ersten Mal haben wir auch so ein gewisses Wohnzimmer-Feeling hier. Also ich fühle mich zumindest sehr wohl, können Sie stehen lassen. Das, okay, also vielleicht gut bei den Mathematikern, die Tafeln benutzen wollen, wird es ein bisschen schwierig. Aber ansonsten, also wirklich, ist uns eine große Freude. Ja. Lieber Ralf, danke fürs Grußwort. Danke, Herr Huber, dass Sie hier sind. Danke, Carsten, dass die Konferenz hier stattfindet. Vielleicht die Anfrage an die Fakultät war relativ einfach. Ja. Vielleicht so einfach, dass du dich auch gewundert hast. Da kam eine Mail, können wir die Konferenz hier machen? Und ich habe geantwortet, ja. Yes, we can, habe ich geantwortet, genau. Tatsächlich, und dann kam die Rückmeldung, ja, müssen wir da vielleicht nicht noch das ein oder andere klären. Ja, das erklären wir schon, ja, das kriegen wir geregelt, weil wir uns wirklich freuen, dass Sie hier sind. Ja, und um ein bisschen ernsthafteren Gedanken da noch einzubringen, natürlich, was kann ein Dekan hier noch beitragen, nach dem Grußwort des Präsidenten und des Ministers. Ich kann nur erklären, wo die Getränkeautomaten stehen oder so. Oder Housekeeping. Aber es gibt vielleicht einen ganz ernsthafteren Gedanken, wieso ich mich auch wirklich freue. Ja, wir versuchen, das Haus hier, die Fakultät, zu öffnen.
zu öffnen. Auf der einen Seite für interdisziplinäre Arbeit, die wir mit verschiedenen anderen technischen Fakultäten führen, die wir im Rahmen dieser Regensburg Centers, wo das Regensburg Center for Health Science Technology eins ist, es gibt andere Regensburg Centers, wir versuchen die Türen aufzumachen. Wir versuchen uns aber tatsächlich als Informatiker auch dieser gesellschaftlichen Verantwortung zu stellen. Ja, und die ist nicht, das ist kein Thema, das man in diesem Zusammenhang ignorieren kann, insbesondere tatsächlich eine große Freude, dass die Tagung auch von verschiedenen Disziplinen inklusive Technikfolgenabschätzung insbesondere auch hier getrieben wird, weil was Sie hier tun, ja, in diesem Forschungsprojekt, entspricht natürlich allen Kriterien, die man eigentlich haben möchte. Ja, das ist toller Einsatz von Technologie, Weiterentwicklung von Technologie, Innovation, aber eben nicht als Selbstzweck, wie der Minister gerade gesagt hat, sondern wirklich zum Wohl des Menschen in vielerlei Hinsicht. Das Ganze noch vor dem Hintergrund eines wirklichen drängenden Problems mit der Pflege. Ja, das können Sie mir wahrscheinlich besser erklären als ich Ihnen. Ich nehm das aber trotzdem an, und jetzt wird der Pflegepräsenzroboter nicht das Pflegeproblem in Toto lösen. Ja, das ist völlig klar. Aber es sind Bausteine, und es ist ein Zeichen, wie Technologie, wie Informatik, wie Weiterentwicklung von Technologie auch zum Wohle des Menschen wirken kann. Insofern, wenn wir das noch darauf beziehen, die UNO hat ja vor kurzem Ziele auch zur nachhaltigen Entwicklung der Menschheit ausgegeben. Ja, und wenn Sie jetzt da durchgehen würden, ich möchte es jetzt nicht im Detail machen, aber Sie finden problemlos mindestens 3 bis 4 Ziele, die Sie hier unterstützen. Ja, das ist tatsächlich eine wesentliche Geschichte, eine gute Geschichte. In dem Sinne möchte ich nochmal sagen, herzlich willkommen und viel Spaß hier bei der Tagung. Dankeschön. Vielen Dank, Professor Skornia. Also die Wand sieht zwar sehr stabil aus, aber Sie sind ja erstaunlich nahe gekommen. Also für die anderen, die kommen, bitte halten Sie ein bisschen Abstand zur Wand. Da muss ich noch einmal, wir haben Studenten eine Evaluation geschrieben. Die Vorlesung war ja ganz gut, aber das Rumgerinnen nervt. Ja. Also, vielen Dank, dass Sie da so schnell Ja gesagt haben, aber bei Informatikern gibt es ja nur 1 und 0, also von dem her, was will man groß rumreden? Meine Frau ist Informatikerin, also ich darf das sagen. So, dann gibt es jetzt noch das Grußwort, das Ganze organisiert wurde. Herzlich willkommen, Professor Dr. Carsten Weber. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Als Zugewanderter, Eingewanderter nach Bayern sage ich mal Servus. Ich bin immer noch mitten in der Integrationsphase. Und guten Tag an alle, die das ähnlich wie ich erleben. Ich freue mich natürlich sehr, dass der Raum recht voll geworden ist, denn wir haben diese Tagung nicht für uns selbst gemacht, sondern für Sie. Ich will gar nicht viel sagen, denn die Danksagungen und die thematischen Hintergründe sind schon genannt worden. Trotzdem, 3 Danksagungen muss ich loswerden. So eine Tagung und auch so ein Projekt haben natürlich viele Mütter und Väter. Aber es gibt ein paar Leute, die, glaube ich, ganz besonders genannt werden müssen, weil wenn die nicht gewesen wären, dann wäre ich sicherlich heute nicht hier, sondern irgendwo im Bett und würde das Kopfkissen über mich ziehen. Also, ganz herzlich danken will ich der Firma Donau Events und Frau Helmich, die uns schon zum 2. Mal unterstützt bei unseren Tagungen. Und das aufs Beste, und auch Ihnen, Herr Walk, für die Moderation bei unserer virtuellen Tagung und auch heute. Das gibt den Ganzen einfach auch noch mal ein bisschen lockeren Anstrich. Da möchte ich mich ganz besonders bedanken bei der Haustechnik. Ich weiß nicht, ob die beiden gerade da sind, aber trotzdem möchte ich es tun, die uns in der Vorbereitung dieser Tagung extrem unterstützt haben und immer Lösungen gefunden haben dafür, für die Probleme, die wir gehabt haben. Und stellvertretend für das ganze Team, den Blumenstrauß habe ich dir vorhin gegeben in Form einer Mondblume, denn die darf vertrocknen. Gudrun Bahr ganz hinten im Raum, die vermutlich für fast alle von Ihnen schon Ansprechpartnerin war auf die eine oder andere Art und Weise und die im Wesentlichen den Laden zusammenhält. Und dafür ganz, ganz herzliches Dankeschön.
Wir sind noch gut in der Zeit, ich könnte also noch ein bisschen länger reden, aber das ist nicht notwendig, weil wie gesagt, alles Wichtige ist schon gesagt. Vielleicht noch mal der Hinweis, Herr Walk hat es schon bemerkt, aber Wiederholung tut ja nicht weh. Wir werden heute alle hier in diesem Raum verbleiben, morgen aber wird es drei Orte geben, an denen Veranstaltungen stattfinden, hier in diesem Raum. Dann gibt es hier im Hintergrund noch den Gang hier rein, wo, wenn wir rausgehen, direkt im Gang hinein, den Raum K016 und 017. Da werden dann morgen Sessions stattfinden, wo das Publikum auch noch etwas stärker eingebunden werden kann. Aber auch heute nach den Vorstellungen der vier Dein Haus 4.0 Projekten, die wir gleich, nachdem Herr Dr. Huber sie eingeleitet hat, dadurch, dass er ein bisschen den Kontext aufbereitet, in dem diese Projekte durchgeführt werden. Nachdem also diese vier Dein Haus 4.0 Projekte vorgestellt wurden, haben sie dann auch die Gelegenheit, uns von den Projekten Fragen zu stellen, denn dafür sind wir da. Wir möchten mit dieser Tagung, auch mit den Projekten und mit all dem, was in diesen Projekten stattfindet, nicht nur Wissenschaft la pur la betreiben, denn da wären wir an Hochschulen für angewandte Wissenschaften am falschen Ort, sondern es geht darum, etwas zu entwickeln, zu erstellen, das wirklich angewendet wird und das genutzt wird, das von Ihnen potenziell, ich hoffe zwar nicht persönlich, aber potenziell genutzt werden kann, das Ihr Leben verbessern kann. Und eins, was uns dabei oft begegnet, das werden wahrscheinlich meine Kolleginnen und Kollegen bestätigen können, das Wissen um die Möglichkeiten, Pflege zu Hause, aber auch in den Pflegeeinrichtungen zu unterstützen mit Hilfe von Technik, ist leider noch nicht so weit verbreitet, wie es notwendig wäre. Und dafür dient unter anderem diese Veranstaltung, dass dieses Wissen dahin transportiert wird, wo dieses Wissen hingehört. Ich hoffe, wir können das erreichen. Löchern Sie uns so viel Sie wollen. Alles, was gut geht an dieser Tagung, das können Sie dem Team gut schreiben. Wenn Sie Kritik äußern möchten, wenden Sie bitte sich an mich. Ich bin heute und morgen den ganzen Tag hier unterwegs. Und wenn Sie irgendetwas haben, was Ihnen auf dem Herzen brennt, dann wenden Sie sich an mich. Ansonsten wünsche ich Ihnen heute und morgen eine wunderschöne Tagung. Ich danke nochmal, dass Sie da sind. Die Konkurrenz mit dem schönen Wetter, das wir ja schon seit einigen Tagen haben, ist da sehr groß. Und umso mehr ist es toll, dass Sie heute da sind. Herzlich willkommen nochmal. Ja, vielen Dank, Professor Weber. Er bereitet sozusagen schon den Platz für Thomas Huber, den wir vorhin schon gehört haben in den Grußworten. Er ist Leiter der Abteilung 1, Koordinierung, Digitalisierung, Innovation, Landesprüfungsamt für Sozialversicherung. So ist, glaube ich, der vollständige Titel. Schön, dass Sie hier sind, Herr Huber. Herzlich willkommen in Regensburg. Ich darf jetzt um Ihre Einführung bitten. Ja, sehr geehrter Herr Walk, vielen Dank für die Einführung. Sehr geehrter Herr Präsident Schneider, sehr geehrter Herr Dekans Kornia, lieber Herr Professor Weber. Auch ich danke zunächst mal recht herzlich für die Einladung und es war tatsächlich eine der letzten Veranstaltungen vor der Pandemie, die ich hier in Regensburg bei der Bescheidübergabe damals für Ihr Projekt noch durchführen durfte. So lange ist es her. Ich freue mich, dass ich wieder in Regensburg sein darf und das Ganze auch in Präsenz in diesem herrlichen, wunderbaren Wohnzimmer. Da muss ich als ehemaliger Jurastudent sagen, da beneide ich die jetzigen Informatikstudenten, wenn die hier so Lehre erfahren dürfen. Gratuliere auch zu diesem Format sehr herzlich. Den Dank, sehr geehrter Herr Präsident, gebe ich sehr gerne dem Minister weiter und ich kann ihn wirklich versichern, er wäre gerne gekommen und ich gehe davon aus, dass er früher oder später auch an der OTH Regensburg mal aufschlagen wird in nächster Zeit. Auch und gerade wahrscheinlich zum Thema digitale Pflege, weil ihm das wahnsinnig wichtig ist und die Kolleginnen und Kollegen in meiner Abteilung wissen das, er macht hier wahnsinnig Druck, er sagt, wir müssen hier gerade im Bereich der digitalen Pflege vorangehen, so wie er es gesagt hat, auch im Interesse der Menschen, der Pflegebedürftigen und der Pflegenden. Also er treibt uns an, dass wir da innovativ werden, dass wir hier weiter Förderprojekte ausfindig machen und darum wird das früher oder später sicherlich ganz gerne auch hier in Regensburg, glaube ich, aufschlagen. Ich freue mich, dass zu Beginn dieser Tagung diese Dein Haus 4.0-Reihe hier nochmal in den Fokus gerückt wird und dass die Projektanten jetzt dann die Möglichkeit haben, hier nochmal den Stand ihrer Projekte hier vorzustellen und nehmen dann gern vielleicht nochmal die Gelegenheit wahr,
dass wir nochmal gemeinsam in Erinnerung rufen, wie es eigentlich zu dieser Förderreihe kam. Herr Präsident, Sie haben es schon ausgeführt, es gab Ende des vergangenen Jahrzehnts eine große Digitalisierungsoffensive der Staatsregierung. Bayern Digital 1 und Bayern Digital 2 waren diese Programme. Und wir hatten damals als Ministerium, wie die anderen Ministerien, den Auftrag, mal auszuloten, welche digitalen Chancen es gibt, um das Leben der Menschen hier in Bayern weiter zu verbessern. Und ganz konkret hier im Gesundheitsministerium hat der Auftrag gelautet, schaut doch mal ein bisschen, wie wir das Leben der Pflegebedürftigen, der pflegenden Personen, der pflegenden Angehörigen durch digitale Tools unterstützen können. Dieses Investitionsprogramm insgesamt Bayern Digital 2 ist auf einen Zeitraum von 2018 bis 2022 an sich angelegt, aber es gibt auch Verlängerungsmöglichkeiten, wie Sie ja in Ihren Förderprojekten dann auch sehen. Insgesamt war angesetzt, also nicht nur für den Pflegebereich leider, sondern für das gesamte Programm, dass hier rund 3 Milliarden Euro ausgegeben werden und 2000 Stellen geschaffen werden sollten. Wir haben dann uns im Ministerium gefragt, wie können wir jetzt diesem Auftrag im Bereich der Pflege gerecht werden, und uns ist natürlich bekannt, dass, wie alle Umfragen zeigen, und glaube ich, bei den meisten von uns dürfte das auch so sein, alle von uns wollen auch letztlich möglichst lang selbstbestimmt zu Hause leben, also auch im Alter, auch im Pflegebedarf. Das ist klar. Dann gibt es aber auch Umfragen, die sagen, wir haben keine Scheu vor digitalen Anwendungen der Pflege. Das zeigen uns viele Umfragen. Also die Menschen sind da durchaus offen. Und das hat uns dann zu dem Schluss geführt, dass wir versuchen, hier eine Förderprojektreihe aufzulegen, mit dem Ziel, mal auszuloten, wie kann ich meine Wohnung, mein Haus durch digitale Möglichkeiten so ausrüsten, dass ich dann nicht ins Heim muss. Das war ganz einfach der Auftrag, den wir uns gegeben haben und den wir dann gemeinsam mit Ihnen versucht haben, auch umzusetzen. Wir wissen alle, dass es bereits zu Projektbeginn, aber auch heute viele Möglichkeiten gibt auf dem digitalen Markt. Aber ganz entscheidend ist es natürlich aus uns, was brauchen denn die Menschen tatsächlich an digitalen Möglichkeiten von dem, was alles hier am Markt schon gegeben ist. Die zweite Frage ist natürlich dann, wenn die digitalen Möglichkeiten da sind, wie können die Menschen das dann auch nutzen, ganz konkret? Das ist eine Frage der digitalen Kompetenz. Diese digitale Kompetenz stellt sich drittens natürlich auch bei den Pflegenden, sowohl bei den professionellen Pflegenden, allerdings auch dann, das darf man nicht unterschätzen, bei den pflegenden Angehörigen. Auch die müssen in die Lage versetzt werden, mit diesen Tools zugunsten ihrer Lieben dann auch arbeiten zu können. Und dann die vierte Frage, die wir uns immer stellen, wie können wir alle, Politik, Wissenschaft, Leistungserbringer, Versicherungen und dergleichen mehr, dann beitragen, dass diese digitalen Möglichkeiten, wie Sie gesagt haben, in die Praxis kommen. Das ist ganz entscheidend dann auch. Und aus diesen vier Fragen haben wir dann gemeinsam diese Förderreihe versucht zu kreieren. Für uns kommt es im Wesentlichen darauf an, dass wir bestimmte Komponenten in diesen Dein Haus 4.0 Projekten umsetzen. Es muss jeweils ein eigener Forschungs- oder Technikansatz verfolgt werden. Es muss ums Wohnen gehen. Ganz wichtig, das ist vorher auch schon mal angeklungen, wir befassen uns auch immer mit der Frage, welche ethischen, rechtlichen und sozialen Auswirkungen haben diese digitalen Möglichkeiten. Ganz entscheidender Ansatzpunkt. Wir versuchen dann zu fördern, dass hier gemeinsame Standards entwickelt werden. Und letztlich ist das Thema Öffentlichkeitsarbeit ein ganz zentraler Punkt, damit die Menschen auch wissen, was es hier alles gibt. Gemeinsame Klammer für alle Projekte sind, sagen wir, folgende fünf Gesichtspunkt, es muss uns zunächst mal ein Gesamtkonzept vorliegen. Ganz entscheidend ist auch immer, dass wir Verknüpfungen entstehen zu bestehenden Projekten der Dein Haus 4.0-Reihe, dass wir aber auch, Herr Professor Zacher, natürlich auch immer dort sind, wo sonst noch im gleichen Themenfeld gearbeitet wird, dass wir keine Doppelarbeiten leisten, sondern dass wir uns austauschen, also auch der Blick über den Dein Haus 4.0-Zahnwagen und dann anderen Playern hier auch begegnen und gemeinsam zusammenarbeiten. Es ist ganz wichtig, dass solche Nachweise dann auch versucht werden, geführt zu werden. Nachhaltigkeit ist natürlich ein Thema. Wie können das, was hier vielleicht erforscht, entwickelt wird, dann tatsächlich auch in der Praxis später Bestand haben? Dann sollen natürlich alle Lösungen, gerade die digitalen Lösungen, Open-Source-Lösungen sein, dass sie allen zur Verfügung stehen. Und jedermann soll dann auch die Ergebnisse dann auch betrachten können und nutzen können. Das sind so unsere
Vorstellungen, die wir dann den Projektträgern mitgegeben haben. Und die Projekte sind gut angelaufen, wir werden sie jetzt dann hören. Niederbayern war ein Vorreiter, Herr Professor Kunert, mit, glaube ich, mittlerweile 2 Einrichtungen in Deckendorf und in Osterhofen. Osterhofen war der erste, glaube ich, wo wir dort waren. Dann kommt Deckendorf, Roding, glaube ich, ist in Planung, wenn ich es richtig im Kopf habe, mit Mustereinrichtungen. Sie werden es dann im Einzelfall ja noch konkreter vorstellen. Rosenheim hat gefolgt, Frau Professor Ittlinger, Professor Benstetter mit Berchtesgaden zusammen. Ein auch sehr breiter Ansatz, wie können wir Senioren so in der Übergangsphase von Reha dann ins Heim begleiten. Ein Design Thinking Ansatz wird neu gepflegt werden. Dann auch das Thema Datenplattform, wie können wir alle, sagen wir, Leistungen, die angeboten werden, konzentrieren, damit es dann abgerufen wird. Das passiert in Rosenheim. Wir haben hier, Professor Weber, ein sehr konkretes Projekt hier auch in Regensburg, also sehr spezielle, ganz konkrete Anwendung dieses Themenkreises, aber da wird es vielleicht aber dann auch ganz konkret bei dem, wie können Schlaganfallpatienten zu Hause weiterleben, das ist ein sehr konkretes Beispiel und überzeugt eigentlich gerade durch diesen sehr konkreten Ansatz. Gratuliere auch nochmal zu diesen wirklich hervorragenden Gedanken, und den Sie hier auch schon erfolgreich angegangen haben. Und die Jüngsten sind jetzt die Unterfranken in Bad Kissingen. Frau Kuhlmann, glaube ich, habe ich jetzt noch nicht gesehen. Bad Kissingen ist, wer ist das Bad Kissingen? Da, hier oben, genau, hier sehe ich Sie, genau. Sie sind die Jüngsten, glaube ich, bei uns in der Deinhaus 4.0-Reihe. Sie werden versuchen, das Ganze erlebbar zu machen, glaube ich, mit einem großen Erlebniszentrum. Das ist in Bad Kissingen, auf, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, am Dach oben, glaube ich, in so einem Penthouse-Format, glaube ich, präsentieren können. Klingt alles sehr spannend. Ich lade jetzt schon mal ein, mal den Weg nach Bad Kissingen zu suchen und das Ganze dann auch in Gestalt von Wanderausstellungen unter das Volk zu bringen, auch ein ganz wichtiger Ansatz. Also man kann schon sehen, das ist das erste Zwischenfazit, das wir jetzt ziehen. Wie gesagt, die Projekte sind zeitlich unterschiedlich angelaufen, aber sie sind erfolgreich angelaufen und wir sind sehr zuversichtlich, dass das alles sehr gut weitergehen wird. Vielleicht nur ganz kurz der Hinweis, was uns wichtig ist. Das Thema Öffentlichkeitsarbeit, es ist vorher schon mal gesagt worden, Herr Professor Weber, wir müssen, glaube ich, alle gemeinsam versuchen, dass das, was Sie an den Hochschulen bzw. im Landkreis Bad Kissingen zusammen mit der CTM GmbH entwickeln, dass das bekannt wird. Dass die Leute dann auch sehen, welche Möglichkeiten gibt es als jemand, der im Haus dann vielleicht mal die Möglichkeit nutzen soll oder für die pflegenden Angehörigen oder das Pflegepersonal. Also die Öffentlichkeitsarbeit hier zu verstärken, auch ein großes Anliegen des Ministers, der sagt, wir müssen das, was wir gemeinsam entwickeln, dann auch entsprechend bekannt machen. Das zweite Anliegen, ich habe es vorher schon gesagt, ist der Austausch zwischeneinander, zwischen den einzelnen Projekten. Wir haben immer wieder, glaube ich, auch das Anliegen transportiert, dass wir uns vielleicht wünschen könnten, dass auch hier so eine gemeinsame Datenplattform gefunden wird, wo Sie Ihre Ergebnisse einstellen könnten, so ein Data Pool, der dann vielleicht auch zur Verfügung stehen könnte für weitergehende Forschungsansätze. Also ein Thema, das wir, glaube ich, auch immer Ihnen gegenüber als Projektanten, glaube ich, artikuliert haben. Wir können die einen Projektanten von den Ergebnissen der anderen Projektanten profitieren, wie kann man gegenseitig aufbauen, wo gibt es gemeinsame Themen, wo gibt es gemeinsame Schnittmengen. Das sind alles Themen, glaube ich, wo ich sich eigentlich gerne dazu ermuntern möchte, sich auszutauschen und vielleicht auch gemeinsam weiterzuentwickeln. Und umso besser ist es dann, Herr Professor Weber, dass diese Veranstaltung heute stattfindet, dass Sie die 4 Projektanten zusammengerufen haben, dass wir uns jetzt austauschen, dass wir jetzt dann die Impulse hören. Ich danke für die Einladung, wünsche der Veranstaltung einen guten Verlauf und Ihnen gute Gespräche und gute Ergebnisse. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank, Herr Huber. Und Sie haben es mir im Prinzip jetzt schon vorweggenommen. Wir machen jetzt genau das, was Sie angekündigt haben. Wir schauen uns jetzt diese 4 Projekte an. Wenn Sie jetzt über diese Tagung hinaus und was Sie jetzt in den Vorträgen hören, da mehr Informationen dazu brauchen, es gibt eine gemeinsame Homepage, deinhaus40.de.
Dort gibt es eine Startseite und da können Sie die einzelnen 4 Projekte einzeln anklicken und dann werden Sie weitergeleitet auf die verschiedenen Schwerpunkte. Wir beginnen mit der TH Deckendorf. Professor Dr. Horst Kuhnhardt ist bei uns. Seine Lehrgebiete betriebliche Anwendungssysteme, Gesundheitsmanagement, Digitalisierung im Gesundheitswesen und Cross-Border Healthcare Management. Das Projekt in Niederbayern ist, und, ist überschrieben mit dem Slogan Länger leben zu Hause und ich bin jetzt sehr gespannt auf dieses Projekt. Herzlich willkommen, Herr Professor Kuhnhardt. Ja, vielen Dank für die Einführung und auch für die Begrüßung durch den Präsidenten, durch den Dekan, durch Sie, Herr Dr. Huber, und durch Sie, lieber Kollege Carsten Weber. Und natürlich Ihnen allen ein herzliches Willkommen zu dem gemeinsamen Termin in der Reihe Dein Haus 4.0, Länger leben zu Hause. Ich bin froh, der Dr. Huber hat es ja schon gesagt, dass wir den Start machen durften vor einigen Jahren zum Thema Dein Haus 4.0. Ich bedanke mich wirklich sehr ausdrücklich bei Ihrem Ministerium, bei Ihrer Abteilung, beim Staatsminister Holitschek, auch bei Andreas Ellmayr, der das Ganze auch vorangetrieben hat. Und es ist immer ein sehr konstruktives, sehr lösungsorientiertes Vorgehen mit Ihrer Abteilung. Also einen herzlichen Dank auch nochmal dafür. Und natürlich auch den anderen Schwesterprojekten, Bruderprojekten, je nachdem, wie man das nennt, aus der Oberpfalz, aus Unterfranken jetzt auch, aus Oberbayern mit den Kollegen aus Rosenheim. Wir tauschen uns natürlich sehr intensiv aus untereinander. Auch das Angebot der Regensburger Kollegen für diese gemeinsame Landingpage ist natürlich ein sehr schönes, auch gemeinsames Auftreten der verschiedenen Projekte. Und es ist ja auch das Ziel, dass wir die Lösungen gewissermaßen unter die Leute bringen, weil da ist genau der Bedarf und da wollen wir natürlich auch mit unseren Lösungen hin. Fachinformationen sehr wichtig, aber wir adressieren tatsächlich den oder die Pflegebedürftigen, die pflegenden Angehörigen, aber natürlich auch die verschiedenen Zielgruppen, die in so einem Projekt miteinander verknüpft sind. So. Also hier nochmal auch der Fördergeber, der Hinweis sei mir gestattet, was natürlich für uns sehr als Hochschulen für angewandte Wissenschaften eine sehr schöne Möglichkeit ist, das was wir sozusagen in der Theorie uns ausdenken, auch in der Praxis implementieren dürfen, aber natürlich auch evaluieren und dann eben auch unter die Menschen bringen. Ich bin sehr froh, dass wir vor einiger Zeit eben auch beim Bundeswettbewerb Digitale Orte, Land der Ideen ausgezeichnet wurden für das Dein Haus-Projekt. Ich nehme das natürlich stellvertretend für die gesamte Dein Haus 4.0-Reihe gerne an. Und von daher waren wir eine sehr schöne Veranstaltung in Berlin und haben uns auch da, denke ich mal, gut darstellen können. Ja, der Schwerpunkt war natürlich auch vom Ministerium so gewünscht, dass wir eben nicht in allen Bezirken oder in den Bezirken das Gleiche machen, sondern dass wir unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Die einzelnen Fachthemen werden ja die Kolleginnen und Kollegen hier auch nochmal vorstellen. In Niederbayern haben wir uns auf das Thema Bestandswohnungen konzentriert. Das heißt, wie können wir Technik einfach nachrüsten, ohne irgendwelche Mauerdurchbrüche zu machen, Kabel zu verlegen. Das heißt, wie können wir Bestandswohnungen eigentlich demografiefest machen und auch resilient machen für die Bewohnerinnen und Bewohner, dass die auch ihr Alter länger in den eigenen Wohnungen oder für Wänden auch leben können. Wir sind auch eine relativ große Gruppe, zusammengesetzt aus Pflegewissenschaftlern, Informatikern natürlich, Sozialwissenschaftlern, eben auch Kommunikationsexperten, Laboringenieuren. Also insgesamt ein sehr schönes Team und auch nochmal von dieser Stelle her danke an das Team, das auch vielleicht jetzt per Livestream zugeschaltet ist. Auch die Sandra Mayer sitzt da und die Kollegen, die auch die Wissenschaftskommunikation machen. Ist ja sehr wichtig, dass wir das, was wir transportieren wollen, entsprechend auch in ansprechender Form an die Leute weiterreichen können. Wir haben sehr früh auch mit der Netzwerkbildung begonnen und unsere Projektmultiplikatoren sind tatsächlich dann auch diejenigen Organisationen, die für die Versorgung auch letztendlich zuständig sind. Das ist die Krankenkasse, die AOK, das Bayerische Rote Kreuz, Bezirk Niederbayern, Landkreise sind dabei, aber auch Bauträger wie die Firma Wolf, sage ich nachher nochmal gleich was dazu, die Firma Erl und eben auch der medizinische Dienst Bayern, die auch die Aufgabe haben, in der Pflegeberatung oder auch Pflegebegutachtung hier direkt an vorderster Stelle letztendlich auch aufzutreten. Und unsere Forschungsfrage oder unser Forschungsthema ist eigentlich sehr einfach formuliert, aber durchaus komplex oder kompliziert umzusetzen. Das heißt, wie können wir es schaffen, durch Technikeinsatz länger
in unseren vier Wänden zu leben. Und das ist genau das Ziel dabei. Ich zeige Ihnen nachher auch die Verteilung. Wir haben 75 Probandenhaushalte in Niederbayern rekrutieren können, was in der Corona-Zeit durchaus eine Herausforderung war, weil eigentlich der persönliche Kontakt, das Vertrauen, ist natürlich immer sehr wichtig, wenn uns Menschen in ihr eigenes privates Umfeld lassen. Das ist natürlich ein sehr großer Vertrauensbeweis. Und da denke ich, wir können als Hochschulen für angewandte Wissenschaften einfach für Neutralität stehen und sagen, wir müssen Gott sei Dank nichts verkaufen. Das heißt, wir sind an den Themen interessiert und das hat uns natürlich sehr viel erleichtert. Und wir haben natürlich mit Presse, mit Niederbayern TV, mit allen Medien, die es letztendlich auch gibt, zusammengearbeitet und waren wirklich sehr erstaunt, dass uns die Menschen sehr wirklich bereitwillig und auch offen in ihre Häuser reingelassen haben mit unserer Technik. Ja, also deswegen, die primären Nutzergruppen sind ganz klar pflegebedürftige Menschen mit einem leichten Hilfs- und Pflegebedarf. Also wir adressieren natürlich nicht die schweren Pflegefälle, sondern eben auch Menschen, die älter werden natürlich oder älter sind und einen leichten Hilfs- und Pflegebedarf haben, aber im Prinzip noch gerne selbstständig und autonom wohnen wollen. Und die zweite Zielgruppe sind natürlich die pflegenden Angehörigen. Wir haben ja heute aufgrund der Entwicklung sehr viele Haushalte, wo die Kinder dann weiter weg wohnen. Und das Problem ist immer, wie geht's Oma, wie geht's Opa, wie geht's den Eltern, ohne dass man vielleicht auch ständig vor Ort sein kann. Und denke mal, das ist eine große Erleichterung im Bereich der insgesamt der Daseinsvorsorge, die wir auch leisten und treffen müssen. Da haben wir natürlich noch sehr viele Multiplikatoren, Anbieter von Leistungen, des betreuten Wohnens, des Pflegeheimbaus, der professionellen Dienste, der Ehrenamtlichen. Auch das ist eine sehr große Gruppe, die neben dem größten Pflegedienst der Nation, den pflegenden Angehörigen, natürlich auch sehr viel Pflegeleistungen auch machen. Aber auch da haben wir gesehen, zumindest in Niederbayern war das die Tendenz, dass die Ehrenamtlichen sehr engagiert sind natürlich, aber auch immer wieder Vernetzungsplattformen brauchen. Also die brauchen einen Raum, um zusammenzukommen. Und da bieten wir natürlich als Hochschule in solchen Projekten natürlich immer eine sehr schöne Plattform auch dazu. Ja, die Rahmenbedingungen in unserem Gesundheitssystem, ich glaube, das muss ich nicht strapazieren. Wir sind in einer älter werdenden Gesellschaft, ganz klar. Wir haben schon gehört, das Thema der Technikaffinität oder IT-Affinität ist was, was auch im Altersbericht der Bundesregierung thematisiert wurde, die sogenannte digitale Spaltung der Gesellschaft. Also auch das ist ein Bildungsthema, das wir auch irgendwo transportieren müssen. Nicht nur die Gesundheitskompetenz, Pflegekompetenz, sondern auch die IT-Kompetenz dazu. Wie kann ich beurteilen, was es in der Technik gibt und wie kann ich da eine informierte Entscheidung treffen? Ich denke, das ist sehr wichtig dazu. Und haben wir natürlich auch gesehen oder gelehrt worden, letztendlich durch Zwang, durch die Corona-Krise, dass wir uns nicht verlassen können auf die globalen Güterströme, auf die Lieferketten, sondern dass wir tatsächlich eben auch das Thema regional angreifen müssen und regional lösen müssen. Deswegen ist der Regierungsbezirk, der Landkreis aus meiner Sicht die richtige Ebene. Aber die Übertragung der Lösungen auf viele verschiedene Regionen in Bayern, Herr Zacher, Sie machen ja praktisch im Westen diese Vernetzungsarbeit und dass wir hier uns eigentlich über ganz Bayern hinweg immer zusammenarbeiten müssen und eben auch unsere Erkenntnisse austauschen können. Ja, also die allgemeine Relevanz, denke ich mal, ist gegeben. Was man vielleicht auch immer im Kopf behalten sollte, wir haben eben auch ein Thema, das bei Mitarbeitenden ist, die zu Hause Pflegesituationen haben. Also ein Drittel der AU-Tage erfolgt eben aus dem Grund, dass zu Hause Pflegesituation ist. Also das ist auch eine Aufgabe der Betriebe, wo wir auch Techniken, Lösungen, Vernetzungsangebote auch liefern müssen, sodass auch die Mitarbeiter ihre Arbeit gut machen können und nicht sozusagen auch immer durch die Pflege der Angehörigen entsprechend auch belastet sind, also hier auch Entlastungsangebote zu machen. Ja, die Situation, glaube ich, ist klar und durch viele Studien belegt, alle oder die meisten Menschen wollen, solange es geht, zu Hause bleiben und den Aufenthalt oder den Umzug ins Pflegeheim möglichst lange eben auch hinausschieben und wollen vor allem auch in ihrem sozialen Umfeld bleiben. Also ich denke, das ist die wesentliche Botschaft dazu. Und wir haben auch sehr viele Anfragen von Bürgermeistern, von Kommunen, die jetzt wieder beginnen, ihre Zentren gewissermaßen neu zu organisieren, Mehrgenerationenwohnen anzubieten, Quartierslösungen vielleicht auch, ist bei uns im niederbayerischen Raum nicht so die verbreitete Lösung, kommt eher in den Metropolen vor, aber auch da gibt es zunehmend Interesse, dass eben auch Kommunen
ihre Aufgabe, die im Grundgesetz da drin steht, die Daseinsvorsorge, auch entsprechend mit solchen Lösungen vielleicht wieder eher nachzukommen. Einfach auch aus dem Zweck hinaus, wir müssen auch die Zentren wieder gewissermaßen beleben und das zeigen auch solche Studien, die Menschen im Alter wollen im Zentrum leben, wollen auch in ihrem sozialen Umfeld bleiben und das können wir durch Technik, denke ich mal, sehr gut unterstützen. Ja, es ist schon angesprochen worden, in allen Projekten betreiben wir Mustereinrichtungen. Ich durfte letzten Freitag im Freilassing sein bei der Eröffnung in der AWO. Sehr schön, also ein Kompliment auch nochmal für die wirklich sehr klasse Lösung. Das machen die Kollegen aus Unterfranken. Auch in Regensburg ist es natürlich immer eine offene Tür, wenn Interessierte kommen. Auch da haben wir begonnen in Niederbayern damit, weil es gibt ja nicht sowas wie ein Kaufhaus für solche Lösungen. Das kann man sich nicht anschauen. Es gibt zwar alle Informationen im Internet, also wenn man genügend Aufwand, Zeit investiert, findet man auch alles. Aber dann ist das nächste Problem, was kann ich auswählen, wie bringe ich das vor allem zusammen in einem gesamten Netzwerk dazu und das, denke ich mal, übersteigt auch die IT-Kompetenz von vielen Menschen, vor allem im Alter und das ist auch eine der Leistungen, die wir in solchen Projekten auch bringen können. Ja, in Osterhofen ein Bauherrenzentrum, wo komplette Häuser aufgebaut sind in einem überdachten Feld, das pro Jahr 4.000 bis 5.000 Besucher hat, ist für uns natürlich ein sehr großer Multiplikator, vor allem weil hier von Montag bis Sonntag geöffnet ist und wir haben entsprechend auch schon die Berater geschult, sodass die auch unsere Technik auch erklären können. Also wir adressieren natürlich in erster Linie Menschen höheren Alters, aber diese Technik ist natürlich genauso für Familien, auch mit Kindern einsetzbar, was um Thema Sicherheit geht und wir haben, auch das wissen wir natürlich, nicht nur Pflegesituationen, Pflegebedarf im höheren Alter, das kann genauso gut in jeder Altersgruppe auch vorkommen. Also von daher ist die Technik sehr neutral einsetzbar. Roding ist angesprochen bei unserem Projektpartner des Bayerischen Roten Kreuzes. Also auch diese Technik ist sehr gut im Bewohnerzimmer eben einsetzbar und eben bei unserem städtischen Pflegeheim Elisabethenheim in Deckendorf. Ja, was die vorbereitende Phase war und von daher, denke ich einmal, hat uns die Corona-Zeit eigentlich gar nicht so geschadet, weil wir konnten eigentlich wirklich sehr systematisch dran arbeiten, auch ohne den großen Zeitdruck gleich zu implementieren. Und da war natürlich das ganze Thema des Datenschutzes ein ganz zentrales, der informierten Zustimmung. Wir haben auch eine Datenschutzfolgeabschätzung durchgeführt, was man eigentlich nicht müsste, aber es war eine interessante Methodik, die wir angewendet haben. Und lieber Carsten Weber, wir haben ja auch vor 3 Jahren die gemeinsame Ethikkommission der Hochschulen in Bayern gegründet. Sie, der Herr Swoboda aus Neu-Ulm und ich durfte diese gemeinsame Ethikkommission gründen und das war auch gleichzeitig eine Feuerprobe, eben auch für unsere eigenen Projekte, aber mittlerweile, ich denke mal, sind wir schon weit über 60 Begutachtungen, die wir durchführen, weil auch die HAWs immer mehr in gesundheitswissenschaftliche, sozialwissenschaftliche Studiengänge auch gehen und für Forschungsprojekte, für Publikationen brauchen wir einfach dieses ethische Begutachtungsverfahren und das vielleicht auch neben den Ethikkommissionen in der Medizin etabliert wird. Also deswegen ist das auch das richtige Instrument dafür, wo ich auch nochmal darauf hinweisen darf. Ja, die Rekrutierung war bei uns in ganz Niederbayern natürlich, das ist unser Zielgebiet. Sie sehen Sie auch die Verteilung der probanden Haushalte. Also wir sind in vielen Landkreisen auch tätig und mussten dann natürlich auch vor Ort entsprechend auch das Konzept vorstellen, sodass wir auch ja, das Vertrauen der Menschen bekommen haben. Und von der Technikseite kann ich berichten, Alexander Pflieger, unser Laboringenieur, ist auch da, dass wir relativ wenig Probleme mit der Technik haben. Also wir haben einen 24-Stunden-Servicedienst, eine Hotline-Nummer und auch über die Feiertage soweit besetzt natürlich und es kommen sehr wenig Technikausfälle dazu. Machen wir mal ein Bedienproblem, aber die Technik ist eigentlich sehr robust und das war eigentlich auch eine der positiven Erfahrungen aus dem Projekt her. Was bekommen die Leute? Also wie gesagt, das Ziel ist, mit technisch-digitaler Unterstützung möglichst lange auch gut zu Hause zu leben. Und deswegen ist die Grundausstattung ein Tablet, mit dem die Daten visualisiert werden. Wir sind ja personenbezogene Daten des Bewohners, der Bewohnerin, also die eigenen Daten, also deswegen auch die Visualisierung der Daten, was wird über mich erhoben. Aber natürlich für uns auch eine Kommunikationsmöglichkeit, so eine Art digitaler Sprechfunk und eben auch die Möglichkeit, Schulungsvideos auch zu verteilen nach bestimmten Zwecken. Dann natürlich ganz klar ein Mini-Rechner, der die Daten aggregiert und dann in verschlüsselter Form zu uns ans Hochschulrechenzentrum sendet. Also auch das ist sehr wichtig, dass wir uns dann nicht jetzt den Googles, den Amazons oder den Microsofts überlassen, sondern eigene Daten erheben können. Komme ich ja nachher nochmal
kurz darauf zu sprechen. Dann natürlich ein Router, der die Verbindung zur Hochschule herstellt. Und dann haben wir verschiedene Themenschwerpunkte abgebildet. Das Thema Gesundheit, Schlaf, natürlich eine ganz wesentliche Quelle der Erholung oder der Nichterholung. Wir messen hier tatsächlich auch sowas wie Atemaussetzer, Blutdruck und so weiter. Puls, dann ein digitaler Blutdruckmesser, habe ich schon erwähnt, dann eine Smartwatch, mit denen wir auch Bewegung erfassen können, die auch frei programmierbar ist, das ist auch das Besondere dabei, und eben als weitere Komponente eine digitale Körperwaage, die uns eben die Körperzusammensetzung angibt, Muskelmasse, Wasser und auch die Pulswellengeschwindigkeit misst, was sehr wichtig ist natürlich, gerade zum Thema Erkennung, Vermeidung von Schlaganfällen. Aus dem Sicherheitspaket gibt es die übliche Lösung, Tür, Fenster, Sensoren, digitale Steckdosen. Wir sind als Menschen relativ viel gewohnheitsorientiert, das heißt, stehen in der Regel in der Früh immer zur gleichen Zeit auf. Das heißt, auch diese Muster können wir erfassen durch den Gebrauch der elektrischen Dienste. Dann Bewegungssensoren auf Infrarotbasis, dann die üblichen Messer CO2, Kohlenmonoxid, wo auch sehr viele Fälle immer vorkommen, wo Menschen letztendlich durch Kohlenmonoxidvergiftung auch zu Hause geschädigt werden. Luftgütemessung, auch in Zeiten von Corona war das natürlich eine wichtige Datenquelle und entsprechend dann auch Rauchmelder, die ja schon lange vom Gesetz gegeben sind. Also wie gesagt, nicht nur die Datensammlung ist ein Thema unseres Projekts, aber natürlich auch die Interaktion und die Kommunikation mit den Nutzern. Und deswegen ist auch die Verteilung von Videos oder von Videoinformationen ein wichtiges Standbein. Einfach das Thema zuversichtlich altern, Vernetzung, Angebot von Mikroservices in einer Region und natürlich auch Bewegung, Mobilisierung im Alter. Aber das ist mehr euer Thema in Oberbayern. Von daher geben wir hier nur den leichten Input. Ich komme zum Schluss. Das ist unser Datenflussplan natürlich dazu. Und hier sehen Sie einen kleinen Auszug aus den Daten. Wie gesagt, eigenerhobene Daten, mittlerweile um die 15 Millionen Datensätze, die wir in der Datenbank haben, die wir natürlich dann auch gerne weiteren Hochschulen oder Partnern geben. Vielleicht zum Ausblick noch mal kurz. Die Frage ist immer, wie bringen wir die Systeme zusammen? Wir haben in der linken Welt die Welt der Medizingeräte, der Regulierung, der Kliniken, der Ärzte. Wir haben in der anderen Welt praktisch die Wearables, die freie Welt sozusagen. Und was wir brauchen, ist dieser sogenannte Ring of Trust. Das heißt, wer ist der Kümmerer dieser Daten? Und ja, da gibt es verschiedene Alternativen. Wir könnten jetzt denken in Richtung Community Health Hub, ein kleines zentrales Rechenzentrum, wo wir Ärzte, Kliniken, Dienste vernetzen. Wir könnten auf die elektronische Gesundheitsakte achten und die Daten importieren, die ja sich nicht gerade großer Beliebtheit erfolgt. 0,68% haben wir letzte Woche gelernt in Augsburg, der gesetzlich Versicherten nutzen die elektronische Gesundheitsakte. Also hier könnten wir Mehrwert schaffen und natürlich dann mit dem weiteren System verbinden. Und das ist eigentlich der eigentliche Mehrwert, dass wir sagen, wir haben eine Datenkontinuität von zu Hause in das jeweilige Versorgungs- oder in das Pflegesystem und dann ja, ein Informatikthema. Natürlich ist auch das Ziel Prognose, KI. Momentan trainieren wir gerade mit den Daten, die wir haben, Algorithmen der künstlichen Intelligenz, um eine Prognose zu machen. Also das große Ziel ist das protektive Haus, die protektive Wohnung. Wie kümmert sich das Haus um mich als Bewohner? Ja, Erlebniszentrum Digitale Gesundheit wird angekündigt und aufgebaut für den Herbst. Einladung erfolgt natürlich dazu. Und dann einfach diese neue Ausblickmöglichkeit. Wir brauchen auch sowas wie in Zukunft wie einen Datenbetreuer. Wir haben Betreuer, aber wer kümmert sich um meine Daten sozusagen? Wer übernimmt dann auch diese Information oder auch das Handling der Daten? Wir brauchen auch sowas wie eine vertrauensvolle dritte Person. Das könnte ein Notar sein, der in einer Region das anbietet. Und warum nicht mit den Daten auch entsprechende Angebote auch finanzieren, Mikroservices, wenn wir vielleicht an sowas wie genossenschaftliche Organisationen denken, aber da können wir ja noch in den Projekten viel weiter nachdenken. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Professor Kunhardt. Ja, länger leben zu Hause heißt es in Niederbayern, in Oberbayern heißt es selbstbestimmt leben. Professorin Doktorin Sabine Ittlinger ist bei uns von der TH in Rosenheim, sind dort Gesamtprojektleiterin. Auch Professor Benstetter ist bei uns. Sie sind Dekanin der Fakultät für angewandte Gesundheits- und Sozialwissenschaften und geben uns jetzt einen Einblick in Ihr Projekt. Herzlich willkommen.
Ja, herzlich willkommen und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier stellvertretend für das Team aus Oberbayern unser Projekt vorstellen darf und Ihnen ein paar Impressionen geben darf. Selbstbestimmt leben kann man aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen Aspekten und Blickwinkeln sehen. Uns war tatsächlich wichtig, dass wir Wohnungen, auch Bestandswohnungen wie in Deckendorf, zeigen und ausstatten. Aber anders als in Deckendorf gehen wir nicht zu den Leuten, sondern wir laden die Leute zu uns ein. Wir wollen die Wohnungen ausstatten nach technischen Gesichtspunkten, aber wir wollen die Wohnungen auch aus dem Gesichtspunkt des Innenausbaus umgestalten. Es ist uns ganz, ganz wichtig, dass wir Versorgungskonzepte erstellen, die es den Menschen leichter machen und das Ganze tatsächlich auch in die Bevölkerung bringen. Wir haben ein eigenes Teilprojekt, das sich mit dem Transfer der Erkenntnisse in die Praxis beschäftigt. Wir sind ein ganz breit aufgestelltes Team und darauf sind wir wahnsinnig stolz, weil wenn unser Ansatz das selbstbestimmte Leben ist, dann, wie ich vorher schon berichtet habe, muss man da ganz viele verschiedene Dinge bedenken. Also zum einen ist es uns natürlich ganz, ganz wichtig zu überlegen, was ist der Bedarf, was sind die Bedürfnisse der Menschen, wie können wir unsere Überlegungen am besten tatsächlich der Bevölkerung nahebringen. Die Ergonomie ist ein wichtiger Schwerpunkt, um tatsächlich die Wohnung so auszustatten, dass mir Wege leichter fallen, dass ich besser zu Hause zurechtkomme. Die Technologieimplementierung ist natürlich ein ganz großer Schwerpunkt. Das ist ja tatsächlich eben das, was das Projekt leisten soll. Der Post-Reha-Gedanke, ganz wichtig für uns, weil wir wissen, und es gibt ja ganz viele Studien dazu, dass der Bruch zwischen Verletzung, Krankenhaus und dann zu Hause ein sehr großer ist, dass viele Menschen deshalb pflegebedürftig werden, weil diese Versorgung oder dieser Übergang aus der Reha nach Hause nicht gelingt. Genau, Beratung, Transfer ist uns was ganz Wichtiges und Mobilität muss erhalten bleiben, nicht nur in der Akut- oder Reha-Phase, sondern eben auch im ambulanten Setting. Deshalb sind wir ein ganz interdisziplinäres Team. Sie sehen es, Management in der Gesundheitswirtschaft, Physiotherapie, Pflegewissenschaft, Architektur. Unser Ansatz ist ein partizipativer. Wir sind immer mit Expertengruppen, mit Fokusgruppen, also mit Betroffenen im Gespräch und versuchen die Erkenntnisse immer wieder aufzunehmen, selbst zu lernen, anzupassen und entsprechend weiterzuentwickeln. Sie sehen hier unseren iterativen Ansatz. Was Sie auf der rechten Seite sehen, die Zielgruppendefinition, Bedarfsbedürfnisanalyse ist schon sehr weit fortgeschritten. Dazu werde ich nachher, sofern die Zeit reicht, noch einen Satz sagen. Wir sind jetzt gerade dabei, das, was wir geplant haben im Innenausbau und die Versorgungskonzepte, die wir erstellt haben, umzusetzen in der Einrichtung und Ausstattung der Wohnungen. Parallel dazu läuft natürlich auch immer die Evaluation und Sie sehen an der Kreisbewegung, dass es ein ständiger Prozess ist, der sich immer wieder wiederholt. Wir sind momentan in der intensiven Vorbereitung, das Testwohnen zu implementieren und das wollen wir selbstverständlich dann etablieren und wieder zurückführen, um die Bedarfe, die Bedürfnisse noch besser kennenzulernen und eben die Wohnungen entsprechend anzupassen. Und Sie sehen im Strang unten, natürlich konsequent läuft der Transfer in die Praxis, die Edukation von Fachgruppen und die Edukation der Öffentlichkeit. Ganz wichtig ist uns, die Erkenntnisse in die Ausbildung der Gesundheitsberufe zu etablieren, weil nur wenn Pflegende und pflegende Angehörige tatsächlich auch Bescheid wissen, dann kann das Konzept gelingen.
Und in der Bedarfs- und Bedürfnisanalyse sind sogenannte Personas entstanden. Das sind unsere Zielgruppen und die sollen ein Stück weit abbilden, an wen sich unser Angebot richtet. Und Sie sehen von Lars, dem Jungen, angefangen mit einer Muskelerkrankung, bis hin zu Hermann Huber, der ältere Herr, der einfach allein zu Hause zurechtkommen will, haben wir verschiedenste Personen, die Annegret mit Schlaganfall oder die Elsa Müller, die eine schwerwiegende Atemerkrankung hat, oder unten auch die Moni, die eine junge Mutter ist, die im Rollstuhl sitzt, sind so, man könnte sagen, stellvertretend für ganz viele Menschen in unserer Bevölkerung, die an einer Einschränkung leiden und die Unterstützung bräuchten. Genau, in der Bedarfs- und Bedürfnisanalyse sind Experteninterviews gelaufen, also unser partizipativer Ansatz. Und die Kollegen arbeiten gerade dran, die Ergebniskategorien zu verfestigen. Also Sie sehen zum Beispiel soziales Netzwerk und Teilhabe, die Vereinfachungen im Alltag. Das sind sozusagen, es sind Schwerpunkte, an denen weitergearbeitet wird, als Stimuli für die Fokusgruppen, die jetzt gerade laufen. Und wir haben hier zwei Phasen. In der ersten Phase wurden die Bedürfnisse und Herausforderungen eben mit verschiedenen Gruppen, also das waren Seniorengruppen, das waren Menschen, die sich gerade in der neurologischen Reha oder eben auch in der orthopädischen Reha befanden, erhoben. Und jetzt geht es gerade in die zweite Runde, dass man technische Lösungen sich überlegt hat und entsprechend mit wieder verschiedenen Zielgruppen, also Fokusgruppen, analysiert. Genau, jetzt gibt es noch ein paar Impressionen. Wir haben zwei Wohnungen, eigentlich drei, zwei in Ammerang und eine in Freilassing. Und Sie sehen hier vielleicht sinnbildlich so das gesamte Konzept, eben auch das Thema Licht. Und das habe ich bislang noch überhaupt nicht erwähnt, ist was ganz, ganz Wichtiges, weil wir wissen, dass wenn wir älter werden oder wenn wir Einschränkungen haben, dass es ganz, ganz wichtig ist, gut zu sehen. Und die Sehfähigkeit nimmt eben im Alter ab. Und deshalb sind die Lichtquellen auch was ganz, ganz Wichtiges. In Ammerang arbeiten wir immer mit, oder generell haben wir im Projekt zwei Kooperationen. Das ist das Berchtesgadener Land für Freilassing und die Gesundheitsregion Plus im Landkreis Rosenheim. Genau, Sie sehen hier, das Bild ist jetzt Freilassing, und Sie sehen beispielsweise eine Ausstattung von einer Küche. Und was man natürlich kennt, ist eine höhenverstellbare Arbeitsplatte, das ist ganz klar. Unser Ansatz aber hier jetzt beispielsweise mit den fahrbaren Containern. Wenn ich jetzt keine Unterfahrbarkeit brauche, dann kann ich meine Küchengeräte, meine Utensilien in den Rollcontainern haben. Wenn ich jetzt eine Unterfahrbarkeit brauche, dann kann ich die rausschieben und kann entsprechend mit meinem Rollstuhl da gut unten reinkommen. Was uns in der Küche auch ganz, ganz wichtig war, war die ergonomische Anordnung. Nämlich, dass man den Weg kurz macht von der Lagerung der Speise bis zur Bevorratung, bis zum Herrichten der Speise, Kochen und dann eben wieder dem Wegräumen. Hier auf dem oberen Bild sehen Sie Freilassing, das Bad. Freilassing ist ja eine Wohnung, die behindertengerecht schon grundsätzlich ist. Sie sehen zum Beispiel höhenverstellbare Toilette oder höhenverstellbares Waschbecken. Und Sie sehen hier auch Pflegebetten, die aber so schön aussehen, dass man sich wohlfühlt. Genau, in der Ergonomie ist unsere Herangehensweise, dass wir erstmal den Fokus draufgelegt haben, wie sind denn die Bewegungsflächen? Weil wenn wir in unserer Wohnung wohnen, dann, und wir nehmen jetzt den schlimmsten Fall an, ich muss im Rollstuhl sitzen, dann ist es ja so, dass mir viele Hindernisse im Weg stehen. Und zunächst einmal ist zu identifizieren, wo dürfen überhaupt Möbel stehen, damit ich mit meinem Rollstuhl
oder mit meinem Rollator möglichst gut rumkomme. Und unser Forschungsansatz war die ICF, also die internationale Klassifikation von Functional Disease, um zu klassifizieren und zu standardisieren, wie wir die Wohnung aus ergonomischen Gesichtspunkten tatsächlich ausstatten können. Und Sie sehen hier jetzt wieder beispielhaft, wenn eine Person auf dem Stuhl sitzt, ja, dann braucht es andere Höhe für ihr, ja, um Nahrung Speisen zuzubereiten, wie wenn sie jetzt beispielsweise am Rollstuhl sitzt. Und die Greifräume verändern sich natürlich auch. Wenn ich jetzt beispielsweise im Rollstuhl sitze, dann komme ich maximal bis 1,40 Meter hoch und alles, was darüber angeordnet ist, ist für mich nicht mehr erreichbar. Genau. Also das so unsere Überlegungen zu Bewegungsflächen, zu Greifräumen, um das der Bevölkerung, den Menschen, die davon betroffen sind, mitzugeben. Genau, also wir haben uns unterschiedliche Anforderungen an die Wohnraumgestaltung angesehen. Wir haben verschiedene Lösungen erarbeitet und zwar wirklich so über den ganzen Tag. Wenn man sich vorstellt, man steht in der Früh auf, wir haben schon ganz viel gemacht, was wir überhaupt nicht wahrnehmen, was aber zu Schwierigkeiten führt, wenn ich eine Einschränkung habe. Und wir möchten gern maßgeschneiderte Versorgungspakete mit Anfangs- und Endassessment darstellen. Genau, was für Menschen eine ganz große und wichtige Bedeutung hat, ist die Überwindung von Hindernissen. Sie sehen hier beispielsweise die Treppe, ja, und natürlich kann man sich einen Treppenlift einbauen, A, sehr teuer, B, wird die Mobilität nicht gestärkt, aber mit so einer Treppensteighilfe, wie Sie es rechts oben sehen, ist es möglich, dass ich die Treppe sehr gut selbst überwinde oder beispielsweise mit Halbstufen. Genau. Genau. Hier sehen Sie beispielsweise ein Rollstuhlrad, das teilbar ist und das ermöglicht Menschen ganz leicht vom Sitz jetzt beispielsweise auf die Couch zu kommen, wie Sie hier sehen, ja, oder eben auch wieder zurück. Gerne draußen mehr dazu. Und jetzt würde ich Ihnen ein mini kurzes Video zeigen und ich weiß nicht, ob das hier funktioniert. Ah ja, gut. Hier sehen Sie zwei ältere Herrschaften, die, und das geht jetzt leider nicht. Das sieht man leider nicht. Könnten Sie mir helfen? Vielleicht könnten Sie es von Ihrer Warte besser schalten. Genau, Sie sehen hier einen ganz innovativen Rollator. Sie werden gleich sehen, dass man den Rollator umbauen kann zum Rollstuhl. Was der Rollator allerdings noch kann, ist, dass er sowohl Vibrationsimpulse geht, um den Gangrhythmus vorzugeben. Und was der Rollator auch noch kann, ist akustisches Signal zu geben, zum Beispiel für Parkinson-Patienten. Okay. So. Wenn ich vielleicht eine Einschränkung oder Behinderung habe, dann soll Wohnen ja noch gemütlich sein. Ich muss mich wohlfühlen. Hier ein Bett, das alles Mögliche kann, ja, es praktisch ein Pflegebett ist, aber einfach schön aussieht. So kleine Möglichkeiten wie jetzt beispielsweise eine Durchreiche hat fast jeder zu Hause. Den Tisch davor zu stellen, wäre eine Möglichkeit, den Weg zu verkürzen. Ein Stuhl hilft zum Beispiel, ganz weit nach oben zu kommen. Das ist so ein Seniorenstuhl, der schön aussieht eben auch und viele Funktionen hat. Und jetzt kommt nochmal ein Video, wenn Sie das nochmal schalten würden. Ja, okay. Das doch bitte.
Genau, das ist ein Lifter, ein Gardinenlifter, der gibt es elektrisch oder eben mechanisch, der eben die, wo jemand, und hat sie das jetzt aufgegeben? Ich habe nichts mehr. Okay. Naja gut, also der wird nach unten gefahren und man kann praktisch im Sitzen den bedienen, weil um zu Hause sich wohl zu fühlen, ist es natürlich auch ganz, ganz wichtig, dass ich noch meine Gardinen habe. Okay, jetzt kommt es nochmal. Ich klicke es jetzt weiter, genau. Hier so Hilfen, um Hindernisse zu überwinden, um eben nach draußen auf einen Balkon zu kommen und wieder zurück. Geht ganz einfach an der Stange, ist ein relativ leichtes Feature. Genau. Und ja, ich glaube, das überspringen wir jetzt dort mal. Genau. Das Post-Reha-Konzept vielleicht noch ganz kurz. Ich habe es ja vorher schon benannt. Ja, ist was ganz Wichtiges, um eben diesen Bruch zwischen Reha-Setting und zu Hause zu überwinden. Genau. Und noch das Wichtigste, die Technologieimplementierung, eben die Sensorik. Und wenn Sie schauen, nicht erschrecken, ich erkläre es auch nicht, wir werden die Wohnung ausstatten mit verschiedenen Möglichkeiten, also Notruf beispielsweise, Beleuchtung, Raumtemperaturmessung. Und das Wichtige ist, das auf eine Plattform zusammenzuschalten, damit es eben möglichst komfortabel ist. Genau, also Ausblick ist es, und damit bin ich ja schon fast am Ende, eine Plattform zu schaffen, um verschiedene Nutzer das Konzept zugänglich zu machen, ob es jetzt beispielsweise Familie ist, pflegende Angehörige, pflegende Therapeuten, genau. Und der Transfer in die Praxis ist eben noch ganz wichtig, entstanden ist hier schon die Beratungslandkarte, und damit bin ich ja fertig. Vielen Dank. Frau Ittlinger, Sie bleiben bitte auch gleich vorne, dass wir dann nachher auch in die Diskussion noch einsteigen können. Der Huber hat vorhin die Frau Kuhlmann gesucht, die ist leider kurzfristig erkrankt, und deswegen ist der Johannes Ott vom Landkreis Bad Kissingen bei uns und stellt uns jetzt das Projekt in Unterfranken vor mit dem Titel Zuhause besser leben. So, kurz auf die Uhr. Genau, ich möchte Ihnen jetzt in den nächsten 10 Minuten unser Projekt Dein Haus 4.0 in Unterfranken vorstellen. Schon mehrfach genannt, aber es wird so kommen, dass immer weniger Menschen, immer mehr Menschen versorgen müssen hinsichtlich der Daseinsvorsorgung, Betreuung, Bildung. Das ist also ökonomisch und sozial. Das haben wir schon mehrfach gehört, aber ich glaube, es wird noch deutlicher, wenn man die für uns in der Regionalentwicklung sehr wichtige Kennzahl einfach mal betrachtet, des Gesamtquotienten. Der gibt das Verhältnis an, auf wie viel, also 100 Personen im erwerbstätigen Alter werden im Jahr 2040 auf rund 90 nicht erwerbstätige Personen treffen, also sowohl Kinder und Jugendliche, aber auch Personen über 65. Und ich glaube, das gibt einem so ein bisschen den Eindruck, wie wichtig es ist, da jetzt zu handeln und Alternativen zu schaffen, um auch gegen den Pflegenotstand auch in gewisser Weise entgegenzuwirken. Und stellen Sie sich vor, Sie könnten Ihre betroffenen Angehörigen einfach gewisse mehr Sicherheit bieten, indem Sie eine Stutzerkennung, ein Orientierungslicht im Zuhause integrieren oder alltägliche Aufgaben der Versorgung, zum Beispiel die Medikamenteneinnahme, zu erleichtern, zu überwachen, zu, in Anführungszeichen, automatisieren oder auch die Selbstständigkeit, auch schon mehrfach von den Kollegen und Kolleginnen genannt, die Selbstständigkeit zu Hause zu sichern, den Wohnkomfort zu steigern, aber auch soziale Kontakte und die Telemedizin zu Hause einzubinden. Das sind eigentlich so unsere Punkte, die wir und die Bedarfs- und Bedürfnisse, die wir in unserem Projekt berücksichtigen. Und da bin ich stellvertretend heute vom Landkreis Bad Kissingen, aber ich habe auch den Kollegen vom Zentrum für Telemedizin dabei, die dann eher so die technische Komponente und das Know-how aus vielen Jahren damit einbringen. Unser Projekt läuft von 2021 bis Ende 2024 und wir sind für die gesamte Gebietskulisse in Unterfranken zuständig. Unser Fokus liegt auf drei Schlagwörtern zusammengefasst: informieren, aufklären und beraten. Wir haben als Zielgruppe natürlich den B2C-Charakter, die Bürgerinnen und Bürger,
wo es darum geht, akut betroffene, vorsorgende Personen, das soziale Umfeld, das sorgende Umfeld oder auch einfach Angehörige zu informieren und zu beraten, welche Möglichkeiten sie für das Zuhause, für ihr eigenes oder das von den Angehörigen haben. Aber natürlich auch ganz wichtig, der B2B-Bereich mit den Fachkräften aus der Pflege, aus der Medizin, aber die auch aus der Bau- und aus dem Handwerk, weil die sind die Personen, die es am Ende einbauen und betreuen müssen. Das ist so unsere Hauptzielgruppe, die wir versuchen zu erreichen. Es ist natürlich ein großer Spagat, auch in der Ansprache der Personen. Wie versuchen wir das zu lösen? Wir haben natürlich auf der einen Seite unser Projektteam aus den zwei verschiedenen Professionen oder Projektnehmern und auf der anderen Seite natürlich die Expertengremien. Auf der einen Seite ein Steuerungskreis. Hier sind alle kommunalen Gebietskörperschaften, also alle Landkreise und kreisfreien Städte des, von ganz Unterfranken vertreten, aber auch der Fachbeirat, wo genau Experten und Expertinnen aus den Bereichen Bau, Pflege, Medizin und auch Handwerk vertreten sind. Mit denen versuchen wir eigentlich so in den Dialog zu kommen, eine Schnittstelle zu bilden aus den eben genannten relevanten Branchen, aber auch die regionalen Bedarfe und Besonderheiten zu berücksichtigen und die in unserem Projekt einfließen zu lassen. Im Gegenzug dazu bieten wir den Expertengremien natürlich die Informationen zu den aktuellsten Entwicklungen, was gibt es da für neue Möglichkeiten, wir aber auch Schulungen, Workshops und Best Practices. Ziel ist es natürlich hierbei auch, die Experten wieder als Multiplikatoren zu gewinnen, die aufzuschlauen, sodass diese dann das Thema, die Möglichkeiten, die aus so Wohnassistenzsystemen entstehen, weiter in die Bevölkerung zu bringen. Wie gelingt uns das oder wie gehen wir dieses Thema an? Wir haben natürlich auf der einen Seite ein digitales Informationsportal, das ist eine zentrale Informationsplattform unter www.deinhausunterfranken.de. Hier ist eine virtuelle Erlebniswelt verortet, aber natürlich auch die aktuellsten Veranstaltungen und dort haben die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, Beratungstermine zu buchen. Parallel dazu haben wir die Wanderausstellung, dazu möchte ich gar nicht so viel sagen, da lade ich Sie ein, uns später einfach auf dem Messestand zu besuchen. Dort können Sie interaktiv schon mal einen Einblick in die aktuellen Wohnassistenzsysteme, die wir dann später auch in unserer Musterwohnung verbauen werden, bekommen. Diese Tour durch ganz Unterfranken, um so auch hier die gesamte Gebietskulisse abzudecken. Das Herzstück, und Herr Huber, Sie hatten es schon genannt, ist natürlich unsere Erlebnis- und Beratungswelt. Es ist ein Penthouse im Herzen von Bad Kissingen, was neu gerade aktuell noch im Rohbau sich befindet. Es ist eine voll ausgestattete Musterwohnung. Das soll die zentrale Beratungsstelle rund um Wohnassistenzsysteme sein und dort auch die Drehscheibe für solche themenverwandte oder themenähnliche Veranstaltungen zu sein. Schwerpunkte sind da auch wieder die Bedürfniskategorien. Wir hatten es vorhin im Gespräch schon mal mit einer Besucherin, die sagt, welche Technologienkategorien gibt es und was ist für wen gut. Das kann man nicht so pauschal sagen. Und deswegen ist es wichtig, aus dem Bedürfnis zu gucken, welche Bedürfnisse hat der Betroffene, die Person, um dann zu gucken, welche Systeme können wir ihm eigentlich anbieten, um da möglichst gut ihm zu helfen. Ich möchte Ihnen jetzt noch kurz einen Ausblick auf die Next Steps geben. Also natürlich forcieren wir gerade die Beratung von Bürgerinnen und Bürgern und mit entsprechenden Veranstaltungen. Am 8. Dezember wird uns der Minister Holoczek besuchen. Da ist dann die große Eröffnung von unserer Erlebnis- und Beratungswelt. Wir bauen das Multiplikatoren-Netzwerk permanent aus und versuchen auch da, das immer mehr zu stärken. Unter anderem durch Workshops mit Pflegestützpunkten und Wohnberatungen in ganz Unterfranken. Zusammen mit dem ZTM haben wir eine Technologie-Datenbank aktuell im Aufbau, wo man dann genau aus den Bedürfnissen rausfiltern kann, um dann am Ende auf Produkte, Technologien zu kommen, zu schauen, was gibt es da, was passt für mich. Und gemeinsam mit den Multiplikatoren möchten wir auch eine Art Intensivberatung aufbauen und durchführen und sogenannte Fallstudien aufbauen. Und da möchte ich Ihnen jetzt einfach eine beispielhafte erzählen. Es war ein junger Mann, der im Rollstuhl sitzt und im Wohnheim wohnt und ganz große Probleme hatte, mit im Rollstuhl sitzen die Tür aufzuschließen. Stellen Sie sich vor, Sie fahren rückwärts an die Tür ran, müssen rechts den Schlüssel reinstecken, gegebenenfalls mit der anderen Hand.
die Tür noch ein bisschen zu sich ziehen, den Schlüssel umdrehen, die Tür öffnen, aufdrücken, den Rollstuhl drehen, reinfahren. Das war jetzt mit dem Mikrofon in der Hand schon kompliziert und jetzt stellen Sie sich im Sitzen vor. Dem sind ständig Schlüssel abgebrochen und es war für einen jungen Mann, der auch vielleicht mal Besuch bekommt, einfach auch keine Selbstständigkeit, immer jemanden zu benötigen, der die Tür öffnet. Dem haben wir einen Smart Unlock verbaut. Er kann mit seinem Handy per Druck oder per Wischen oder einfach durch Näherung die Tür öffnen. Die Tür öffnet sich automatisch, er muss sie nur noch aufdrücken. Ein kleines Ding, kein großer Invest, rund 200 Euro und die Person hat so eine Lebensqualität dazu gewonnen. Und solche kleinen, smarten Sachen möchten wir eigentlich der Bevölkerung näher bringen, um da auch einfach das Leben zu Hause länger zu ermöglichen. Damit bin ich 2 Minuten unter der Zeit und freue mich auf die Rückfragen und ja. Vielen Dank, Herr Ott. Ja, Wohnassistenzsysteme klingt so wie Fahrassistenzsysteme, ne? Das kennen wir alle aus dem Auto, aber inzwischen ist es das gleiche Prinzip. Ne? Also das selbe System. Ich musste auch beim Öffnen der Tür daran denken, ne? So wie man beim Auto angreift und der Schlüssel erkennt, so funktioniert das da eben auch. Wunderbar. So, dann ist jetzt Professor Dr. Carsten Weber dran und bei dem schauen wir genau auf die Zeit. Wunderbar. Dann freuen wir uns jetzt noch auf das vierte Projekt hier in Regensburg. Last but not least, das Projekt Ein Haus 4.0 in der Oberpfalz. Hoffentlich komme ich damit zurecht. Richtig, da unser Einstieg. Die Situation ist ganz einfach. Wir haben pro Jahr ungefähr 270.000 Schlaganfälle in Deutschland, davon etwa 70.000 wiederholte Schlaganfälle und die Größenordnung stimmt ungefähr. Also aus dieser Menschenmenge werden pro Jahr 5 Leute einen Schlaganfall erleiden. Das ist mit zum Teil relativ heftigen Folgen verbunden für die Betroffenen. Es gibt sichtbare und es gibt unsichtbare Folgen des Schlaganfalls. Die sichtbaren sehen Sie beispielsweise eben, dass die davon betroffenen Personen bestimmte Bewegungsmöglichkeiten verlieren, sei es, dass sie auf der einer Körperhälfte teilweise oder vollständig gelähmt sind und Ähnliches. Und die nicht sichtbaren Folgen sind eben kognitive Störungen, Vernachlässigung einer Körperhälfte und Ähnliches, auch Persönlichkeitsveränderungen gehen damit einher. Also von den Folgen her alles andere als trivial. Die davon Betroffenen sind in ihrem alltäglichen Leben durchaus zum Teil erheblich eingeschränkt. Sodass wir als Herausforderung im Zeitalter des Pflegenotstands in Bezug auf diese konkrete Personengruppe haben, dass wir gerade im Bereich in einem Flächenland wie Bayern, das ja doch immer noch sehr ländlich geprägt ist, das Problem haben, dass wir sowohl quantitativ wie auch qualitativ Versorgungslücken potenziell in der Zukunft, wenn nicht schon jetzt haben, bei der ambulanten Versorgung, bei Rehabilitationsmaßnahmen, bei Therapiemaßnahmen, eben insbesondere im ländlichen Raum durch das fehlende Personal. Das Wort Pflegenotstand ist, glaube ich, heute schon mehrfach gefallen. Dann kommt hinzu, speziell in einem Flächenland wie Bayern, lange Versorgungswege, sowohl für die Pflege-, Therapie- und Reha-Kräfte als auch für die Patientinnen selbst und für die Angehörigen. Und damit geht natürlich auch eine erhebliche Belastung für die Angehörigen einher und eine Gefahr der gesundheitlichen Verschlechterung auf Seiten der Patientinnen und Patienten, wenn sie eben nicht die notwendige Versorgung bekommen. Und zuletzt ist gerade bei Schlaganfall das Problem, dass die Gefahr der sozialen Isolation besteht, eine Vereinsamung und auch die Entwicklung von Depressionen auf Seiten der Patientinnen und zum Teil auch der Angehörigen, weil die auch in eine gewisse Isolation geraten können, wenn sie eben sich intensiv um eine kranke Person kümmern. Und in diesem Zusammenhang ist eben unser Projekt darauf ausgerichtet, einen Lösungsansatz vorzuschlagen, in dem nämlich Technik für die ambulante Versorgung in der häuslichen Umgebung genutzt werden soll, sogenannte Telepräsenzroboter zur Unterstützung im Alltag und bei der Pflege, bei Reha-Maßnahmen und bei Therapiemaßnahmen. In unserem Projekt wollten wir ursprünglich 3 Roboter testen, konnten aber angesichts der Marktlage tatsächlich nur 2 Roboter in das Projekt aufnehmen und auch andere als ursprünglich geplant. Auf der einen Seite sehen Sie den Temi,
ein Gerät, das fahren kann, das Ihnen aufs Wort gehorcht. Sie können ihn sich auch draußen anschauen und einige andere Dinge kann. Und der andere Roboter, das ist eigentlich kein Roboter, weil er weder Arme noch Beine hat, noch wirklich beweglich ist, ist eigentlich ein mehr oder minder ein sehr komplexes und anspruchsvolles und leistungsfähiges Medienzentrum. Und beide Geräte sollen eben dazu dienen, den Alltag zu erleichtern, aber vor allem auch eben zu unterstützen bei der Durchführung, bei der selbstständigen Durchführung von Pflege, Reha und Therapiemaßnahmen durch die Betroffenen selber, gegebenenfalls natürlich mit Unterstützung, aber eben auch möglichst selbstständig, damit eben genau wie Sie es gerade gesagt haben, die Menschen eigenständig leben können, dadurch eine höhere Lebensqualität erfahren können und damit natürlich auch erheblich ihr Selbstwertgefühl mit gesteigert werden kann. Das Projekt Dein Haus 4.0 ist ähnlich gestaltet, wie Herr Kunert das schon gezeigt hat. Wir haben also das Thema, unsere Ziele habe ich Ihnen genannt. Wir gehen eben so vor, dass wir diese Geräte bis zu 6 Monate zu Menschen nach Hause bringen. Dort können sie dann eben von den Nutzerinnen und Nutzern 6 Monate lang selbstständig genutzt werden. Dabei werden sie begleitet von unserem Team in unterschiedlicher Stärke, je nach Untersuchungsgruppe. Und wir untersuchen neben den therapeutischen Reha-Fortschritten natürlich auch solche Fragen, wie sie Dr. Huber auch schon in seinen einführenden Worten genannt hat. Wir gucken auf Technikakzeptanz, wir gucken auf Nutzungsbereitschaft. Und wenn wir es vielleicht irgendwie hinkriegen, gucken wir vielleicht auch auf die Zahlungsbereitschaft, denn das ist auch noch so ein Punkt, den man eigentlich ansprechen muss. Wir sind sehr interdisziplinär aufgestellt. Wir sind ein relativ großes Team von insgesamt 17 Personen. Wir haben inzwischen dankenswerterweise dem Ministerium eine kostenneutrale Verlängerung. Unser Projekt wird 51 Monate dauern. Wir haben einen Wissenschafts- und Praxisbeirat gegründet, der uns immer ein bisschen erdet, damit wir hier nicht Bodenhaftung verlieren und uns im akademischen Geflecht verlieren. Wir haben ähnlich wie die anderen Projekte ein sehr großes Multiplikatoren-Netzwerk aufgebaut, weil hier einfach es notwendig ist, mit diesen Institutionen, Organisationen und Unternehmen zusammenzuarbeiten. Denn letztendlich sind das diejenigen, die wir mit ins Boot holen müssen, damit diese Technik sich da draußen verbreiten kann. Und wie gesagt, wir bringen diese Roboter in die Häuslichkeit. Wir bringen unser eigenes Internet mit, damit wir auch sicherstellen können, dass der Datenschutz gewahrt ist. Und der Plan ist, dass wir am Schluss hoffentlich bis zu 100 Haushalte einmal durchgespielt haben mit den Geräten. Das Ziel ist nicht nur reine wissenschaftliche Erkenntnis, da wären wir, glaube ich, hier am falschen Ort, sondern unsere Hoffnung ist, dass wir am Ende ein Paket schnüren können aus Hardware, aus Software, aus Organisationswissen, wie diese Geräte tatsächlich in der Praxis eingesetzt werden können, dass dann zum Beispiel Pflegedienstleister oder andere Gesundheitsdienstleister dieses Paket zu den Leuten bringen können und dann eben zum Nutzen der Patientinnen und Patienten einsetzen können. Zur Unterstützung einer selbstständigen Lebensführung, zur Erhöhung der Lebensqualität der Betroffenen und natürlich auch, um die Pflegekräfte und Angehörigen zu entlasten und damit eine qualitativ und quantitativ hochwertige Versorgung auch und gerade im ländlichen Raum sicherzustellen. Vorgehensweise noch ganz kurz, habe ich gesagt, 6 Monate zu den Leuten bringen. Wir unterstützen die Leute dabei, wir befragen sie umfänglich und gucken auch in Bezug auf den Fortschritt in Therapie und Reha-Maßnahmen und durch ein umfassendes Datenschutzkonzept und auch der Tatsache, dass wir einen sehr umfänglichen Ethikantrag an die Geber gestellt haben, wird sichergestellt, dass den Teilnehmerinnen und Teilnehmern an dem ganzen Projekt, die ja sowieso eine vulnerable Personengruppe darstellen, nicht noch zusätzliche Nachteile entstehen, also zum Beispiel, dass die Daten missbraucht werden würden. Wenn Sie Interesse haben selbst oder Menschen kennen, die Interesse haben könnten, wir sind tätig in diesem Umkreis, also einerseits in der Oberpfalz, im Regierungsbezirk Oberpfalz und oder im Umkreis von 100 Kilometern um Regensburg herum. Und wir lassen da auch mit uns handeln, solange es nicht allzu weit ist. Also das ungefähr ist wirklich so gemeint. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie uns kontaktieren wollen, können Sie das auf verschiedenen Wege. Sie können uns antelefonieren. Sie finden die Telefonnummer auf unserer Webseite. Wir haben eine eigene E-Mail-Adresse, unter der Sie uns erreichen können. Und Sie können uns einfach auch heute schlicht und ergreifend ansprechen.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. So, vielen Dank, Herr Weber. Jetzt haben Sie sozusagen mal einen Eindruck bekommen von den vier verschiedenen Projekten, die ein übergreifendes Thema haben, aber doch ganz unterschiedlich in der Ausprägung sind. Jetzt wäre die Möglichkeit für Sie, entweder zu den einzelnen Projekten Fragen zu stellen. Da würde ich Sie einfach um ein Handzeichen bitten. Und Sie können entweder eine allgemeine Frage stellen, wir gucken dann, zu welchem Forschungsprojekt das gehört. Und ansonsten, wenn jetzt erstmal noch keine Fragen sind, würde ich vielleicht so ein bisschen die Diskussion mal ins Laufen bringen. Fangen wir vielleicht jetzt von hinten an, Herr Weber, aber ich würde die Frage dann an alle vier weitergeben, gerade bei denen, die jetzt schon, wo die Projekte schon länger laufen. Sie haben jetzt so ein bisschen die Zielsetzung auch deutlich gemacht, wo es hingehen soll. Was waren so die größten Erfahrungsschritte, wo Sie gesagt haben, das hat sich anders entwickelt, als wir uns das ursprünglich mal gedacht haben? Sie haben zum Beispiel gesagt, wir wollten drei verschiedene Roboter, dann sind es zwei andere geworden. Liegt das in der Natur der Sache, weil das Thema noch so jung ist? Das mag ein Grund sein, aber schlicht und ergreifend, als wir zusammen mit dem Ministerium unseren Antrag entwickelt haben, hatten wir vor, eben drei Gerätetypen zu nutzen. Dann ist einer dieser Gerätetypen ist einfach abgekündigt worden vom Hersteller. Das war aber gerade der Telepräsenzroboter, der datenschutzkonform betrieben werden hätte können. Die anderen können das nicht. Die telefonieren nach Hause und wo das ist, wissen wir nicht so ganz genau, zumindest nicht innerhalb Europas. Dann hatten wir vor, einen Roboter von einem Fraunhofer-Institut mitzunutzen. Als sie allerdings das Preisschild uns nannten und außerdem mitteilten, dass wir eigentlich das Ding erstmal von Grund auf neu programmieren müssten, weil sie eigentlich nur zwar viel versprechen, aber wenig halten, ich muss es wirklich so deutlich sagen, mussten wir auch eine neue Lösung finden. Und dann mussten wir eben improvisieren und haben uns entschieden, diesen Temich zu nutzen, weil das eben das zweite einzige Gerät ist, das in Deutschland oder in Europa datenschutzkonform betrieben werden kann. Und haben dann uns entschlossen zu gucken, ja, das eine ist halt mobil, ist es vielleicht, aber sind die Bedürfnisse der Menschen, die wir ansprechen, vielleicht welche, die gar nicht mit einem mobilen Gerät, sondern mit was anderem bedient werden müssen. Deswegen eben dieser Do-it-yourself-Roboter, den Sie eben wie alle eben da draußen sehen können. Und das waren so die ersten, aber definitiv nicht die einzigen Hürden, auf die wir gestoßen sind. Natürlich, das gilt für uns alle vier hier auf dem Podium, beziehungsweise für die vier Projekte. Corona hat uns massiv Knüppel zwischen die Beine geworfen, denn wir sind ja alle darauf angewiesen, an die Menschen heranzutreten. Und das war gerade während des kompletten Lockdowns überhaupt nicht möglich. Auch da nochmal ganz herzlichen Dank an das Ministerium. Da kann ich, glaube ich, für uns alle sprechen, dass da auch unbürokratisch zum Beispiel eine kostenneutrale Verlängerung möglich gewesen ist. Das halte ich nicht für selbstverständlich. Das hilft uns enorm bei unserer Arbeit. Und jetzt könnte ich noch weiter erzählen, aber vielleicht ist das auch nicht so interessant. Seit Sie gerade das Thema Corona gerade schon angesprochen haben, Herr Ott, ich würde Sie da vielleicht ganz kurz überspringen, weil Sie ja, glaube ich, noch relativ jung, als in Unterfranken dabei sind, sowohl als auch, danke für die kleine Hilfe. Wie war das, Frau Ittlinger, oder bei Ihnen, inwiefern hat diese Corona-Ding Ihre Forschungsarbeit erschwert? Also tatsächlich sehr erschwert, muss ich wirklich sagen, sowohl in der Gewinnung von Personal erschwert, als auch in der Ausstattung der Wohnungen. Mhm. Also wir haben irgendwie vom Tag 1 vom Testwohnen gesprochen und waren jetzt wirklich extrem lange Zeit damit beschäftigt, die Wohnungen auszustatten. Und es liegt nicht daran, dass wir gedrödelt hätten, sondern es liegt wirklich an vielen Lieferschwierigkeiten, die gerade so, was ich gezeigt habe, also die Gestaltung der Küche beispielsweise massiv erschwert hat. Ja? Oder eben technische Features, die wir implementieren wollen, wo eine extrem lange Lieferzeit ist, was eine unheimliche Verzögerung dargestellt hat. Also ich muss sagen, ja, uns hat Corona wirklich sehr nach hinten geworfen. Mhm. Sie haben jetzt die technische und die Seite angesprochen. Wie ist das in Deckendorf, Herr Kunert? War da das größere Problem, tatsächlich in die Wohnungen reinzugehen? Also Frau Ettlinger hat ja gesagt, wir holen die Leute zu uns. Sie haben sozusagen den anderen Weg gewählt. Wir gehen in die Wohnungen rein. War das, weil Sie ja auch, Herr Weber hat es vorhin gesagt, oft vulnerable Gruppen sind, noch mal schwerer gemacht?
Unbedingt, ja. Also es basiert ja sehr viel auf Vertrauen und deswegen muss man vor Ort auch mit den verschiedenen Verbänden, also wir haben mit Seniorenunionen, Seniorenverbänden, Seniorenvereinen, Ehrenamtlichen gearbeitet vor der Corona-Zeit, um das Ganze anzukündigen. Dann parallel ist die Technik entwickelt und programmiert worden. Das ist natürlich auch immer mit entsprechendem Aufwand verbunden, weil wir haben zunächst mal auf kommerzielle Lösungen gesetzt, die es zwar auch gibt, aber wir wollten, wie gesagt, dieses Calling Home irgendwo vermeiden und wollen sagen, wir brauchen eigene Daten, regional erhobene Daten, die auch unter Schutzmaßnahmen auch erhoben und ausgewertet werden können. Und von da war das genau einfach der Bruch Corona-Zeit begonnen. Jetzt haben wir auch nicht implementieren können. Aber parallel haben wir natürlich immer wieder mit Presse oder mit Video versucht, die Leute zu erreichen, sodass wir dann, sobald wie es wieder möglich war, auch in die Haushalte gekommen sind. Und ich war auch überrascht und unsere ältesten Teilnehmer sind um die 90. Das ist natürlich schon irgendwo auch ein Vertrauensbeweis, dass die auch in uns in ihr innerstes sozusagen auch Umfeld auch lassen. Also wir sind ja die Zielgruppe 65 plus bis 90 und so in dem Altersspektrum bewegen sich auch unsere Probanden. Natürlich muss man Angehörige auch mit ins Boot holen, informieren und das war jetzt in der Corona-Zeit natürlich kaum möglich, dass wir eben den direkten Kontakt haben und das lebt einfach vom persönlichen Austausch, von Vertrauen und das ist eigentlich die Währung dabei. Ich würde das Ganze jetzt vielleicht mal umdrehen. Und zwar hat vielleicht Corona auch was Positives gehabt, jetzt mal für das breitere Bild. Also ich habe es selbst erlebt, mein Vater hat letztes Jahr einen Schlaganfall gehabt und jetzt wohnt er 900 Kilometer weit entfernt. Da hat man auf einmal Technik genutzt, die vorher auch da war. Also wir hätten vorher mit unserem iPhone auch schon alle FaceTimen können. Auf einmal hat man das genutzt. Wenn man gezwungen ist, ist man vielleicht der Technik gegenüber mal offener? Man hat es jetzt vielleicht verstärkt genutzt, also hat es vielleicht sogar was gebracht, was die Technikakzeptanz in ihrem im Feld anbetrifft? Weiß ich, wer dazu was sagen möchte? Ich glaube, auf der einen Seite ja, bietet es natürlich die Möglichkeit, weil diese Affinität irgendwo erzwungen ist jetzt. Mhm. Auf der anderen Seite ist es gerade in unserem Fall mit diesen Wohnassistenzsystemen so, dass viele Menschen gar nicht wissen, dass es ihnen eine Erleichterung bringen würde. Also ich war am Montag in einem Vortrag und da war eine Person drin, die sagt, ja, eine Herdabschaltung, krass, das würde mir so viel erleichtern. Ich bin jetzt auch schon Mitte 80 und vergesse es immer wieder mal, den Herd abzuschalten. Also über die Distanz. Genau, das ist ein Sensor, der wird oben an der Dunstabzugshaube fast angebracht und der beobachtet letztendlich das Kochfeld und den Bereich davor. Und bewegt sich die Person weg und aus einer gewissen Zeit, dann schaltet der Sensor, der ist unten mit der Steckdose verbunden, den Herd ab. Okay. Ist, glaube ich, jedem schon mal passiert, das Telefon klingelt, die Nachbarin kommt und dann vergisst man den. Ja. Und diese Person hat dann auch gesagt, ja, ich war mir gar nicht dessen bewusst, dass es sowas gibt. Und ich glaube, solche Personen erreicht man dann wiederum nur, wenn man es denen am besten live vor Ort demonstrieren kann. Oder es ihnen auf jeden Fall zeigen kann und erzählen kann, was das Ding kann. Also wir reisen mit so einem kleinen Köfferchen, wo die ganzen Sensoren drin sind, um es den einfach greifbar zu machen. Ja. Sie haben das vorhin angesprochen, auch der Dr. Huber in seiner Einführung, wie wichtig das ist, diese Forschung oder diese Projekte auch nicht nur sozusagen zu betreiben, sondern sie auch nach außen zu tragen über die Öffentlichkeit. Sie haben es gerade angesprochen, ne? Was bringt mir das, wenn die Leute, wenn ich weiß, dass es sowas gibt in meinem Forschungsprojekt, aber der Betroffene es nicht weiß. Wie schwierig war das jetzt auch in Corona oder allgemein gesagt, diese Projekte auch in die Öffentlichkeit zu tragen? Sind Sie da auf offene Ohren gestoßen? Sie haben ja die Zahlen gerade vorhin gehabt. Es betrifft ja im Prinzip eine sehr, sehr große Anzahl an Menschen. Ist die Öffentlichkeit bereit für dieses Thema oder ist es da eher noch schwierig, mit solchen Themen durchzudringen, gerade wenn man so ein Thema wie Corona hat, das alles überlagert? Vielleicht, ja, fangen Sie mal an. Es ist nicht nur Corona, was es gerade überlagert, sondern ich glaube, es ist die Gesamtsituation. Ja. Die Leute sind, also gerade diese Assistenzsysteme sind Sachen, die man sich selber finanzieren muss. Die muss man selber kaufen. Und dann sind die Leute, die dann gegebenenfalls auch sozial nicht so gut aufgestellt sind, eher dann dahinter und sagen, gut, dann hebe ich mir das Geld lieber mal auf, ich muss ja am Ende die Gasrechnung am Ende des Jahres bezahlen. Ja. Dann spare ich mir lieber die 200, 300 Euro im Monat lieber mal auf. Also das ist, glaube ich, so ein,
so ein Gesamtproblem, was so diese gesamte Situation aktuell betrifft. Ja, wenn ich hinzufügen darf, das betrifft, glaube ich, alle vier Dein Haus 4.0 Projekte, unseres vielleicht am stärksten. Wir konfrontieren die Menschen ja mit ihrer Verletzlichkeit. Wir erzählen ihnen, das kann passieren, wenn ein Schlaganfall eintritt. Wir liefern die Hilfe. Das ist natürlich erstmal nach dem Motto, mich trifft das nicht. Aber es trifft eben doch eine relativ hohe Zahl von Menschen, und es trifft im Übrigen nicht nur ältere Menschen, sondern es kann auch junge Menschen treffen. Das heißt, wir konfrontieren Menschen mit ihrer Verletzlichkeit, und es ist da bauen wir alle automatisch so eine gewisse Hürde auf. Und das gilt, glaube ich, für alle Projekte, bei Ihnen stärker die Unterstützung im Alter. Ja, alt werden wir alle, aber wir wollen das natürlich nicht wahrhaben. Und das zu kommunizieren, dass es klug wäre, frühzeitig darüber nachzudenken, was da auf uns zukommt, wenn wir älter werden und zu Hause leben wollen, selbstständig, das ist eine nicht zu unterschätzende Hürde, und die hat sich durch Corona allenfalls erhöht, aber sie war schon vorher da. Andersrum, Sie haben alle einen großen Schwerpunkt darauf gelegt, Kooperationspartner mit an Bord zu nehmen, die einzubinden. Ist es da einfacher, Frau Ittlinger, offene Türen einzulaufen, oder ist es da auch ähnlich so, wie der Herr Weber es gerade beschrieben hat, so die Öffentlichkeit, naja, ich will lieber davon nichts hören. Wie schwierig ist es Ihnen gefallen, oder wie schwer ist es Ihnen gefallen, Kooperationspartner zu finden? Also Kooperationspartner findet man schon, weil die Kooperationspartner sind ja auch daran interessiert, ihr Know-how zu testen. Deshalb ist es grundsätzlich kein Problem, mit Kooperationspartnern zusammenzuarbeiten. Dinge werden gut zur Verfügung gestellt, also das ist überhaupt kein Thema. Zum Thema Bezahlbarkeit wollte ich gerne sagen, dass das bei uns wirklich das Thema Nummer eins ist. Wenn wir Menschen durch die Wohnungen führen, dann wird es häufig bewundert und gesagt, ganz toll, zahlt denn das die Krankenkasse, ist der zweite Punkt. Ich glaube, da muss tatsächlich in der Bevölkerung so ein gewisses Umdenken noch vorgehen, und man muss es vermutlich noch niederschwelliger machen. Und der dritte Punkt ist, ich glaube, so Konzepte, die wirklich innovativ sind und die langfristig Kosten sparen, müssten auch von den Krankenkassen, Versicherungsträgern vielleicht in Fokus genommen werden. Also verstehe ich Sie richtig zu sagen, eigentlich, wenn ich das dein Zuhause sozusagen fit mache für das Alter, belastet es letztendlich die Krankenkasse oder wen auch immer weniger als der Betreuungsplatz in betreuten Wohnen oder in einem Heim. Und das ist ja unsere Chance, so Pilotprogramme vielleicht anzukurbeln oder anzustoßen. Ja. Es ist ja so, Herr Kunert, bei Ihnen läuft das Projekt schon am längsten, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Gab es Dinge, wo Sie gesagt haben, ich glaube seit 2018 läuft das jetzt bei Ihnen, wo Sie sagen, Mensch, das hat sich in eine ganz andere Richtung entwickelt, Teile des Projekts, wo Sie gesagt haben, das hätten wir so nicht erwartet? In dem langen Zeitraum ist es natürlich klar, dass sich die ursprünglichen Vorstellungen auch mal an der Realität anpassen lassen müssen. Ich glaube, das geht in jedem Projekt so, dass man vielleicht von anderen Vorstellungen ausgegangen ist in der Theorie. Leider geht es nie andersrum. Das ist dann natürlich auch sehr schnell wieder einholt. Aber lassen Sie mich vielleicht noch mal kurze Bemerkung auch zur Finanzierbarkeit geben. Das drängt natürlich allen unseren Besuchergruppen oder Seniorenunionen oder Verbänden, die kommen, wenn ich das kaufen möchte, was kostet das? Das wissen wir sehr genau, was es kostet, die Sensoren. Aber mit den Sensoren und mit dem Rechnen ist es natürlich nicht getan. Man braucht natürlich auch dahinter die Dienstleistung, den Support, die Hotline und so weiter. Wir haben auch einen Projektpartner, die Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz, weil die erste Idee war natürlich, wir befähigen dann Handwerksbetriebe, Elektroinstallationen, die dann diese Technik bei den Leuten einbauen und dann entsprechend warten. War natürlich in der Zeit, die letzten zwei Jahre, Vollbeschäftigung, Auftragsbücher voll, keiner hat Zeit gehabt, natürlich eine andere Voraussetzung. Also von daher mussten wir uns entsprechend auch da der Realität stellen.
das könnte wieder anders werden. Also von da ist die Chance auch wieder da. Und zum Thema der Finanzierbarkeit ist unser letztes Jahr das digitale Pflegeversorgungsgesetz auch sehr gut aufgefallen. Die DIPA, also eine digitale Pflegeanwendung. Das heißt, je nach Pflegegrad sind sehr wohl eben auch digitale Lösungen finanzierbar. Es gibt auch schon welche, aber von daher wäre das auch für unser aller Projekt ein Haus 4.0 Familie eben auch sehr interessant, dass wir in dem Bereich entweder digitale Gesundheitsanwendung, da sind die Anforderungen höher, weil wir da Medizinproduktrichtlinien erfüllen müssen, auch randomisierte Studien nachweisen können, das machen wir zum Teil, eben auch da wären wir gut aufgestellt, aber zumindest jetzt vom ersten Ansatz her wären die digitalen Pflegeanwendungen, die DIPAs, eigentlich für uns die richtige Weiterfinanzierung oder Verstetigung des Projekts. Natürlich die 50 Euro pro Monat ist jetzt für viele Themen natürlich nicht ganz auskömmlich, aber auch da führen wir jetzt eben auch schon Gespräche mit den Kassen, um hier einfach die Möglichkeit zu bekommen. Und auch der letzte Punkt natürlich, wo wir ja gesagt haben, die elektronische Gesundheitsakte wird jetzt nicht stark nachgefragt. Aber die Daten, zu sagen. Ja, aber die Daten aus dem Haushalt von mir selber, die gehören eigentlich dahin, das sind ja meine Daten. Und wenn ich dann diese Daten dem Arzt, dem Krankenhaus, dem Pflegedienst zur Verfügung stellen kann, dann wird aus der Lösung ein echter Mehrwert. Und wenn wir da reinkommen, dann denke ich mal, haben wir alle unsere Projektaufträge erfüllt und wir haben wirklich einen Beitrag zur Datenkontinuität, zur besseren Versorgung geleistet. Also ich habe gesehen, der Dr. Huber schreibt fleißig mit. Schon mal, kommt also am richtigen Ort an. Was mir bei unserer Tagung vor eineinhalb Jahren aufgefallen ist und was ich jetzt heute in den Einführungsstatements auch schon häufiger gehört habe, war das Thema Datenschutz. Jetzt geht es nun mal um Digitalisierung, da ist der Datenschutz immer nicht weit. Ich höre das aus ganz anderen Bereichen oft, oh Mensch, wir regulieren uns da manchmal tot. Oder sagen Sie, es ist für uns besonders wichtig, weil wir, Professor Weber redet immer von den vulnerablen Gruppen und da die Daten eben besonders sensibel sind. Also sind Sie eher sozusagen auf der Seite, wo Sie sagen, Mensch, wir sind ganz froh, dass die Anforderungen so hoch sind, weil wir sonst die Akzeptanz erst recht nicht hinbekommen. Also wir sind ja, und das gilt bestimmt wiederum auch für alle vier Dein Haus 4.0 Projekte, wir sind alle auf sehr viele Informationsveranstaltungen gegangen und haben unsere Projekte vorgestellt. Und zumindest von den Fällen, wo ich dabei war, und vermutlich werden die Urteile ähnlich ausfallen bei den anderen Projekten, war das immer ein Thema der potenziell Teilnehmenden bzw. der potenziellen Zielgruppe. Ja, was passiert denn mit den Daten, die von den Robotern erhoben werden? Und die können schon eine ganze Menge erheben. Und sie fahren ja auch in der häuslichen Umgebung rum. Das ist, wie Sie es vorhin gesagt haben, Herr Kuhnert, das ist der intimste Bereich, den man sich nur vorstellen kann. Da so eine Maschine reinzulassen, die im Grunde genommen die Tür potenziell für jeden und jede öffnet, ist nicht ganz einfach für die Menschen, und deswegen müssen wir ihnen garantieren können, dass die Daten da bleiben, wo sie hingehören. Natürlich kann man mit Daten auch so umgehen, dass sie nicht in falsche Hände geraten. Herr Kuhn hat ja einige Modelle angerissen, aber dafür muss man halt auch drüber nachdenken. Man muss Prozesse definieren, man muss möglicherweise auch eben die entsprechende Technik haben und man muss es umsetzen. Und ich glaube, auch in dieser Hinsicht sind unsere Projekte durchaus auf einem guten Weg, dass sie dafür zumindest auch mal die Aufmerksamkeit wecken. Es reicht eben nicht, bei uns zum Beispiel ein Temi in die Wohnung zu bringen, das Internetmodul aufzustellen, sondern das Internetmodul ist halt für uns nur zugänglich und für sonst niemanden anderen. Also das ist für die Leute, die mit uns sprechen, extrem wichtig. Ich würde nicht davon reden, dass wir uns über den Datenschutz zu Tode regulieren. Ich glaube, wir haben mit der DSGVO, mit der Datenschutzgrundverordnung in Europa, einen Meilenstein gesetzt und erzwingt Anbieterinnen und Anbieter, die von außen nach Europa ihre Geräte auf den Markt bringen wollen, zu einem Umdenken und zu Maßnahmen, die uns allen einfach nur zugutekommen. Das ist so eine Tendenz, die ich auch wahrnehme. An die anderen, haben Sie ähnliche Erfahrungen bei dem Thema gemacht? Ja. Also ich würde jetzt Ihnen in gewisser Weise zustimmen, wenn es um potenzielle Nutzer geht, ist der Datenschutz ein ganz wichtiges Thema, wo es dann immer heißt, was passiert mit den Daten. Spätestens dann, wenn man es benötigt und es akut benötigt, ist es egal. Nicht mehr ganz so wichtig. Nee, ist es, also nicht mehr ganz so wichtig. Ich habe es im eigenen Familienkreis, ja, Mitte 60, halsabwärts plötzlich gelähmt.
da war es das Erste, dass er das Licht einschalten kann, ein Radio einschalten kann und den Fernseher. Und das geht über eine Sprachsteuerung, die ich mir online bestellen kann und morgen da ist. Ja. Ja, und da ist es mir dann egal, ob jemand mein Nutzungsverhalten tatsächlich irgendwo abgreift und für irgendwelche Marketingzwecke benutzt. Hauptsache, ich kann wieder aktiv am Leben teilnehmen. Ne? Ja. Aber es wäre ja schön, wenn man beides haben könnte. Das Gerät plus Datenschutz. Und das, finde ich, sollte unser Beitrag sein, zeigen zu können, dass es beides geht. Der Nutzen und Datenschutz. Ja, ja. Bitte. Ja. Wir arbeiten ja mit Patienten zusammen und wir wollen den Menschen größtmögliche Sicherheit bieten. Ja. Und da ist der Datenschutz was Unabkömmliches. Also das braucht man ganz, ganz dringend, damit jeder weiß, der zu uns kommt, dass seine Daten auch wirklich ganz gut gehütet sind und mit denen gut umgegangen wird. Deshalb finde ich den Datenschutz wirklich was ganz Wichtiges und Unumgängliches. Genau. Je genauer, umso besser. Und unser Datenschutzkonzept ist sehr ausgefeilt in verschiedene Risikoklassifizierungen eingeteilt, sodass man da, glaube ich, wirklich safe ist. Also wir haben jetzt ja viel schon drüber gesprochen, ich krieg schon das Zeichen, viel schon drüber gesprochen, dass es ähnliche Probleme gibt, ähnliche Aufgabenstellungen gibt. Wie läuft denn eigentlich der Austausch untereinander, mal abgesehen von so einer Tagung hier, bei diesen vier Projekten? Wenn Sie uns da vielleicht ein bisschen einen Einblick geben können, fangen wir vielleicht bei Ihnen an, Herr Kunert. Wie läuft so der Austausch? Weil ich glaube, man kann doch, auch wenn die Schwerpunkte unterschiedlich gesetzt sind, viel voneinander lernen, oder? Unbedingt, ja. Also wir haben uns in der Antragstellung auch soweit ausgetauscht. In den ersten Phasen treffen wir uns auch regelmäßig virtuell zunächst halt mal in den Projekten, aber auch persönlich, wie es jetzt schon wieder geht, dann nur Unterfranken war ich leider noch nicht, aber ansonsten würde ich Einladung gerne annehmen, komme ich natürlich auch gerne. Aber das gilt für alle unsere Projekte, dass wir da wirklich in sehr engen Austausch untereinander sind, kollegialer Austausch natürlich, aber auch die Mitarbeitenden tauschen sich auch untereinander zu Themen aus, ob das jetzt Öffentlichkeitsarbeit ist, Flyer, Broschüren. Ich hoffe, Sie haben es erkannt, dass wir so eine Art Corporate Identity Ansatz haben, zumindest von der Farbgebung her und auch von der Webseite her. Also das war uns auch wichtig, dass man auch von überall in Bayern erkennt, das ist jetzt, sind jetzt Projekte aus der Dein Haus 4.0 Serie. Und dieser Wiedererkennungswert war uns natürlich auch wichtig. Aber natürlich, in Zukunft sind alle mehr oder weniger in unterschiedlichen Zeiträumen gestartet und von daher, der Austausch ist natürlich sehr wichtig und dass wir auch nicht die Erfindungen gewissermaßen an mehreren Stellen gleichzeitig machen. Wenn ihr die Datenbank macht mit den verschiedenen Lösungen, können wir gerne beitragen, was wir auch haben. Auch unsere Daten sind zur Auswertung auch jederzeit natürlich für Hochschulen auch freigegeben. Das sind Open Data Lösungen und wir publizieren natürlich auch sehr fleißig schon drüber. Das ist auch gut nachzulesen. Also von daher, der Austausch klappt sehr gut auf der kollegialen Ebene und da sind wir als Hochschulen und als öffentliche Einrichtungen natürlich da immer gut. Die ersten Veranstaltungen waren über das Ministerium moderiert, wo wir uns auch mal in Nürnberg mal am Anfang getroffen haben. Also von daher, der Austausch klappt. Also die anderen drei haben jetzt alle zustimmend genickt. Also. Ja, ein Kommunikationsmittel wird sein, dass wir zu dieser Tagung ein Sammelband erstellen werden, wo vor allem die Beiträge heute nachher von Herrn Professor Zacher und von Frau Professor Ebel zum Beispiel hoffentlich dabei sind, von den Beitragenden morgen. Das ist auch ein Kommunikationsmittel und da wir den Auftrag bekommen haben vom Ministerium, dass alles, was wir produzieren, möglichst frei zugänglich, niederschwellig zugänglich ist, wird das als Open Access veröffentlicht. Das heißt, Sie können das Buch kaufen, aber Sie können es sich auch als PDF kostenlos runterladen. Ja, natürlich digital. Und das gilt übrigens auch noch für den ersten Sammelband, den wir im Rahmen von Dein Haus 4.0 veröffentlichen, der demnächst rauskommt. Wir haben gerade die Korrekturfahnen bekommen. Wir weisen da auch auf unsere Webseite darauf hin. Das ist auch ein Austauschmittel untereinander, aber eben auch zu den Menschen, die es eigentlich angeht. Das war jetzt zwar im Ablaufplan nicht vorgesehen, aber vielleicht nehmen wir den Herrn Huber doch noch mal mit rein jetzt sozusagen, überfalle ich ihn ein bisschen. Wenn Sie so hören, also Sie sind sozusagen die Schnittstelle, wo alles zusammenläuft mit Ihrer Abteilung. Darf ich Sie auch so ein ganz kurzes Resümee und Fazit sehen, wo Sie sagen, Mensch, Sie haben ja beschrieben in Ihrer Einführung, warum machen Sie das, warum ist das so gemacht? Ist das in die Richtung gelaufen? Wie zufrieden sind Sie denn bisher mit diesem Projekt? Also
wir stehen ja im regelmäßigen Austausch. Es gibt ja auch immer Berichte, die wir anfragen. Aber wir sind immer, glaube ich, gut informiert über den Stand auch, ja, wie die einzelnen Projekte laufen. Und also wir sind, glaube ich, wenn ich mir das so sagen darf, sehr zufrieden, wie es angelaufen ist. Also mit hohem Engagement wird da was gemacht eigentlich. Und ich denke, dass wir die gesamte Projektreihe insgesamt, glaube ich, ganz gut abschließen können. Also momentan bin ich sehr zuversichtlich, kann nur ermuntern, auf diesen erfolgreichen Weg so weiterzugehen. Ja, wunderbar. Vielen Dank, Herr Huber, für diesen kleinen Überfall. Ach, wenn wir Sie schon da haben. Ne? Gut, jetzt habe ich meistens hier rüber geguckt. Gibt es denn von Ihrer Seite Fragen, dass Sie sagen, an einzelne Projekte oder allgemein an das ganze überspannende Projekt? Bitte schön, in der letzten Reihe. Haben Sie, glaube ich, komplett richtig verstanden. Also die Projekte wurden ja vorhin im Einzelnen vorgestellt. Von dem her, Sie sind, glaube ich, einer, der morgen auch noch teilnimmt an einer Diskussion, wenn ich es richtig verstanden habe. Also die Projekte, haben Sie speziell zu einem der Projekte noch eine Nachfrage? Weil ich glaube, so, um was es allgemein geht bei den Projekten, wurde eigentlich ganz gut vorgestellt. Bitte schön. Fangen wir an in der Reihenfolge, wie die Fragen gestellt wurden. Beginnen wir einfach mal in dieser Reihenfolge. Also die Daten aus dem eigenen Haus werden natürlich dann nach Zustimmung zum Beispiel ambulanten Pflegediensten zur Verfügung gestellt, weil man auch an dem Verlauf natürlich von Vitalwerten erkennen kann, wie hat sich im Prinzip der Zustand in der Nacht oder am Wochenende, wo kein Einsatz ist, eben dann auch verändert. Es gibt auch die Möglichkeit, Angehörige in den Prozess mit einzubinden, immer natürlich, wenn der jeweilige Betroffene dem auch zustimmt. Und umgekehrt natürlich transportieren wir diese Erkenntnisse auch in unsere Pflegestudiengänge oder auch in die entsprechenden Weiterbildungskurse für den Pflegebereich. Also man daher findet das auch wieder sozusagen zurück in den Pflegeprozess. Genau, und ich fange jetzt mal an, und die Expertin für die Education sitzt eigentlich schräg hinter Ihnen, Frau Professor Lüftl. Genau. Also die Education ist auf zwei Strängen aufgebaut. Das eine ist mal die Beratungsangebote im Landkreis Rosenheim Plus zu bündeln und zu systematisieren, was ja auch schon in der Beratungslandkarte erfolgt ist. Und das Zweite, und vielleicht magst du, Katharina, da noch was dazu sagen, das Zweite ist wirklich die Education von Auszubildenden in den Gesundheitsberufen. Also es wird ein Konzept erstellt, wie in die Ausbildung sozusagen ein Modul integriert wird, wie Technik Pflegenden näher gebracht werden wird. Und Katharina, du magst vielleicht ergänzen. Ja.
Wunderbar. So, dann Herr Ott noch zu der dritten Frage. Genau, zur Sturzprophylaxe. Natürlich ist unser Schwerpunkt der Fall, dass die Person gestürzt ist und dann der Sturz erkannt wird. Das ist ja so eigentlich das Setting, was wir grundsätzlich haben. Aber natürlich ist die Sturzprophylaxe durch unser Netzwerk von den Pflegestützpunkten und den Wohnberatungen in gewisser Weise so ein bisschen involviert, eher so indirekt. Aber wir zeigen zum Beispiel auch in der Musterwohnung anhand von Einrichtungen rutschhemmenden Fliesen im Bad, Haltegriffe und so weiter, schon auch Möglichkeiten, wie man jetzt, wenn man das Bad saniert oder neu baut, Vorkehrungen treffen kann, um Stütze vorzubeugen. Wenn das so... Okay. So, ich glaube, da vorne war noch eine Frage. Bitteschön. Es ist möglich. Also wir haben ja Raumluftsensoren, die auch volatile Stoffe in der Luft feststellen. Wir haben im Prinzip CO2-Messer dabei, die dann auch die Anwesenheit von Personen natürlich kennen können und sagen, wann wieder gelüftet werden kann. Also auch diese Informationen fließen zurück. Wir haben bisher noch nicht den Schritt gemacht, dass wir das in der Gebäudeleittechnik integrieren. Das wäre aber jederzeit möglich, sodass wir dann mit den Informationen zum Beispiel digitale Thermostate steuern, Lichtsteuerung und so weiter auch durchführen. Ich denke mal, heute zu Zeiten der Energieproblematik ist das eine wesentliche Informationsquelle aus diesen Sensoren, die wir so aus dem Bereich Sicherheit, Gebäude, Leittechnik eben auch verwendet haben. Also sind mehrfach verwendbar. Gut. Ich würde jetzt noch eine Frage reinnehmen, und weil wir ein bisschen auf die Uhr gucken müssen, weil wir schon ein paar Minuten drüber sind, aber wir haben so ein bisschen Pause dann hinten her. Von dem her in der dritten Reihe von hinten, bitte. Technikfolgenabschätzung, ja, Herr Weber. Also Sie sprechen da natürlich, Sie legen da natürlich den Finger in die Wunde. Es geht aber schon. Also wir haben zum Beispiel der Temi beispielsweise, der ja auch von anderen hier, die ausstellen, genutzt wird, den kann man aufmachen. Das heißt, man kann dafür sorgen, durch eigene Vorkehrungen, dass man zwar ein Markengerät, das von einem Hersteller einfach angeboten wird, fertig angeboten wird, dass man nicht weiter selbst erst entwickeln muss, dass es aber dann doch datenschutzkonform betrieben werden kann. Das bedeutet aber vor allem erstmal, dass man sich der Tatsache, dass es hier eine mögliche Herausforderung gibt, erstmal bewusst ist. Sie sprechen aber natürlich ein ganz großes Problem an. Die großen Hersteller betreiben Economy by Scale, das heißt, sie können ihre Geräte zu sehr günstigen Preisen anbieten. Und wenn wir, das wissen wir von uns allen, wenn wir im Laden sind und das eine Produkt kostet 5 Euro und das andere kostet halt nur 2,50 Euro, dann ist es ziemlich wahrscheinlich, zu welchem wir greifen werden. Ich denke allerdings, wir müssen uns klar machen, dass die DSGVO erst seit 2018 in Kraft getreten ist. Und wenn sich zum Beispiel die wissenschaftliche oder auch die Regulierungsliteratur zu dem Thema angucken, dann sehen Sie, dass ganz, ganz viele Leute, gerade auch in Bezug auf die USA, die Sie ja gerade selbst genannt haben, aber auch in Bezug auf andere Länder, beobachten,
auch durch Studien belegt, dass ein Umdenken stattfindet und es nicht so sein wird, dass wir Konzessionen, also Europa Konzessionen diesen Ländern gegenüber eingehen muss, sondern dass das wahrscheinlich andersrum sein wird. Denn Europa ist zwar nicht der größte Kontinent mit den meisten Menschen, aber ist immer noch ein ziemlich zahlungskräftiger Kontinent, um es mal auf den Punkt zu bringen. Dieses Geschäft wird sich niemand entgehen lassen. Und gerade dadurch, dass wir darauf bestehen, dass die Produkte datenschutzkonform sein müssen, werden wir sie zwingen, sie auch so zu bauen. Wenn wir von vornherein einknicken, dann werden wir niemanden dazu bringen. Ich glaube, der Herr Kunert hat noch gezuckt. Ich denke, die Richtung geht, oder die Frage geht in deine Richtung, lieber Christian Popp, wir kennen uns ja schon ewig lange aus der IT-Leiterzeit her. Also deine Frage ist natürlich sehr berechtigt. Aber ich würde sagen, auch aus strategischen Gründen sollten wir unsere digitalen Ökosysteme eher lokal oder eben auch europäisch aufbauen. Die Entwicklung, Gesetzgebung geht genau in diese Richtung. Europäischer Gesundheitsdatenraum, European Health Dataspace, dann auch die EU-Gesundheitsakte, elektronische Gesundheitsakte und natürlich viele neue Behörden, die jetzt gegründet werden, diese HERA, Health Emergency Response Agency, die genau die Erfahrungen aus der Corona-Zeit aufgreift, dass wir besser kommunizieren müssen, besser planen müssen, um uns gewissermaßen dann eben auch doch in dem großen Raum Europa, eben auch in dem Gesundheitsdatenbereich eben auch abzustimmen. Und von daher bin ich schon der Meinung, diese digitalen Ökosysteme, die sollten wir für uns, aber nach unseren Regeln, DSGVO ist jetzt kein Hinderungsgrund. Auch die anderen europäischen Länder haben die DSGVO, manchmal sind wir weiter, manchmal sind wir da hier zurück, aber wir haben alle sozusagen die gleiche Startposition gehabt und es funktioniert, dass wir DSGVO-konform diese Lösungen anbieten können. Beweis durch 3 oder 4 Beispiele. Ja. Ich denke gerade an die letzten beiden Werbungen von Apple fürs iPhone und für Samsung. Das Thema der Werbung war Datenschutz. Also wir sichern Ihre Daten. Also vielleicht ist das genau das, in welche Richtung Sie gerade schon argumentiert haben, Herr Professor Weber. Gut, mit Blick auf die Uhr würde ich es an der Stelle jetzt bewenden lassen. Sage herzlichen Dank bis hierhin für die Aufmerksamkeit. Es gibt jetzt draußen eine Kaffeepause. Wie gesagt, wir haben die jetzt ein bisschen großzügiger mit einer Dreiviertelstunde. Also wir wollten um 14:45 wieder weitermachen. Also haben Sie eine gute halbe Stunde Zeit. Es gibt Kaffee, es gibt Getränke, es gibt auch kleine Snacks. Und ansonsten laden wir Sie natürlich herzlich ein, A, die Gespräche vielleicht zu vertiefen und B, in der Ausstellung die Aussteller zu besuchen. Und wir sehen uns dann hier wieder um 14:45 Uhr. Bis dahin, danke.